Hallo und herzlich willkommen zum 355. BAFTcast. Ich habe mir den David geschnappt und ihm am Hemdskragen hier hinunter in den Keller gezogen. Und du bist die Susanne. Ja. Hallo. Hallo. Erstmal Geht's dir gut? auch. Ja. Ja. Wie immer. Schön. Dienstags zumindest. Trotz dir Ja. geht's nur dienstags Wir gut. sind derzeit nur zu zweit, weil die Besatzung, die auf der RPC war, auf der Roleplay Convention, die sitzen noch in irgendwelchen komischen Meetings und müssen sich noch erholen vom Wochenende, behaupten sie. Obwohl wir alle genau wissen, dass sie nur faul in der Sonne gelegen haben. Das stimmt. Deshalb gibt es heute quasi mal wieder so ein bisschen einen zweigeteilten Cast. Später wechseln wir dann durch und dann gibt es hoffentlich auch viele spannende Geschichten von der RPC. Fangen wir doch mal mit den mit News-Themen an, die wir so in der vergangenen Woche hatten, beziehungsweise in dieser Woche, die ist ja jetzt auch schon 2 Tage alt. Und ich habe mir notiert, Singa entlässt Mitarbeiter. Nämlich rund mehr als 500 Stück, also mehr als 500 festangestellte Mitarbeiter, was ungefähr nur 18% des Mitarbeiterstabs von Singa entspricht, um halt Kosten einzusparen. Singa ist ja, kennen die meisten vermutlich von euch schon, die sich gerne auf Facebook vor allem herumtreiben. Die machen diese Minispielchen wie Farmville zum Beispiel oder diese ganzen anderen Wildinger. Naja, sogar Poker und diverse andere. Aber Farmville dürfte das Cityville. bekannteste sein, wohl auch das, wo sie dann auch schnell einen relativ schlechten Ruf weg hatten. Ja. Weil gerade Farmville ja schon auch so ein bisschen, ja, was heißt so ein bisschen, also schon darauf ausgelegt ist, dass man entweder ganz unfassbar fleißig seine Freunde auf Facebook voll spammt Ja. mit Hilf mir doch mal und mach doch mal und guck doch mal, oder tatsächlich echtes Geld einwirft. Ja. So schaut das aus. Aber war natürlich die am Anfang von diesem Boom der Social Media Plattformen und deren Spieletauglichkeit vor allem natürlich extrem profitiert haben. Die sind ja absurd gewachsen. Jetzt wachsen sie Und nicht mehr so absurd. das rächt sich dann halt vielleicht auch mal, wenn man auf Trends setzt, die dann nicht ganz so langlebig sind, wie möglicherweise jetzt eben Facebook-Spiele. Ja. Wollen ja auch jetzt mehr in Richtung Mobilspiele gehen. Und ja, dafür ist wohl mal eine personelle Neustrukturierung fällig. Ist natürlich für alle Leute, die da ihre Jobs verlieren, extrem beschissen. Das ist auch noch, was mir in dem Zusammenhang erst wieder einfiel. Es gab ja, das wird jetzt furchtbar off topic, aber wir machen es mal kurz. Aber ich fand das irgendwie Was so denn? tragisch ulkig, dass es irgendwie erwähnenswert ist. Es gab ja letztes Jahr, nee, war es letztes Jahr, als dieses Draw Ja, Something das war letztes rauskam, Jahr. das war ja so ein Erfolgshit von einem eigentlich Independent-Studio, die sich ja dann von Zynga haben aufkaufen lassen. Und dann ist Wo Draw es Something ja. relativ schnell von den Mobilgeräten dieser Welt verschwunden wieder. Wo es ja auch viel Drama drum gab, weil ja sehr öffentlich ein Mitarbeiter der Firma nicht mitgekommen ist, wo sich dann auch der Geschäftsführer des Draw Something Entwicklers dann auf Twitter zu so blöden Kommentaren hat hinreißen lassen, wie, naja, das war eh das schwächste Glied bei uns, hier der schwächste Mitarbeiter, der ist jetzt halt nicht dabei. Gab dann viele Entschuldigungen und so weiter, aber jedenfalls sind die mit viel Drama Zynga beigetreten. Und im Zuge dieser Neuschließung ist wohl auch das Studio, was inzwischen Zynga, war es New York? Ich weiß es nicht. Also irgendein Zynga-Substudio, die gibt es doch jetzt überhaupt nicht mehr. Echt nicht. Also Karma is a Bitch Die haben doch gerade erst Draw Something 2 veröffentlicht. könnte der eine oder andere sagen. Also der damals angeblich schwächste Mitarbeiter von seinem Chef öffentlich an den Pranger gestellt, ist der einzige, der nicht mit zu Sünge gegangen ist und jetzt gerade vermutlich der einzige, der noch irgendwo einen Job hat. Ja, tragikomisch, wie gesagt. Ja. Nein, ist an sich alles nicht lustig, aber nur gut, ich meine, der ein oder andere Analyst hat es ja nur auch schon etwas länger kommen sehen. Zynga geht es ja schon eine ganze Weile nicht besonders gut. Ja, das stimmt. Nicht zu schnell wachsen. Dann gibt es eine Ankündigung zu einer Ankündigung, die schmeißen wir einfach mal so kurz rein. Nämlich wird angekündigt The Fall, Deus Ex The Fall, am 5. Juni. Und das ist auch alles, was man darüber weiß. Wir haben dann einen kurzen Videoteaser veröffentlicht. Ja, vermutlich ein neuer Teil, liegt ja ohnehin nahe, aber es gibt auch durch den Namen und durch irgendwie Logos, die in dem Teaser-Trailer zu sehen sind und was nicht alles, da haben schon diverse schlaue, langjährige Deus Ex-Fans
Abhandlungen darüber geschrieben, welche Hinweise da jetzt wo drin stecken und auf was die wohl hindeuten könnten. Mal schauen. Ja. Dauert ja nicht mehr lange, weil an dem Tag, wo der Podcast erscheint, gibt es ja dann auch schon die echte Ankündigung. Mal gucken. Ich hoffe, es hat nichts. Mein Problem ist immer, wenn ich The Fall höre, fällt mir immer dieses Fall. Rollenspiel in Deutschland, das in Deutschland entwickelte Rollenspiel The Fall. So ein Endzeit-MMO, ein, oder? Das nicht. Es war der Versuch, Fallout so ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Es war nicht richtig schlecht, es war auch nicht richtig gut und es hatte einen unfassbar peinlichen Titelsong, den irgendeine Rock-Metal-Kombo eingespielt hat. Ja. Den haben wir damals, das war noch bei der PC Powerplay, Gott hab sie selig, durch die Büros haben schallen lassen, oder ich vor allem, um den Kollegen ganz furchtbar auf den Keks zu gehen. Ja, du bist uns ganz furchtbar damit auf den Keks gegangen. Dann kam immer von Sascha als Erwiderung die Titelmelodie von, wie hieß denn das, Mist, dieses Insel... Nee, das war auch ich. Das war's auch du. Ja. Das Inselding. Dieses Inselding klingt ja auch super. Ich hatte das Monopol auf schlechte Titelsongs laut durch die Redaktionsräume spielen. Ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das. Boiling Point. Ja. Ja, das war auch das schlechtere Spiel noch tatsächlich. Aber hatte einen Titelsong von ähnlich fragwürdiger Qualität. Ja, die war schön, ja. Ja. Das ist jedenfalls jetzt bis auf mein Lebensende in mein Hirn gebrannt, wenn ich The Fall höre. Aber ich nehme mal an, Deus Ex, egal was es wird, es wird vermutlich unterhaltsamer und klingt sehr sicher oder sehr wahrscheinlich auch besser. Und erfolgreicher. Dann gab es noch einen Trailer zu Plants vs. Zombies 2. Das nehmen wir jetzt einfach mal auf, dass es ein unfassbarer Tower-Defense-Erfolg war, quasi, wo man ja, auch bei Pflanzen auf Zombies schießt. Auch bei uns auf der Webseite, auch wenn es kein klassisches Online-Spiel ist, gab es ja durchaus viele Fans, sowohl in der Redaktion als auch bei den Lesern. Deshalb und bei den WoW-Entwicklern. Ist ja auch so ein klassisches für zwischendurch mal spielen Spiel, was man, glaube ich, auch als Online-Spieler mal gebrauchen kann. Insofern würde ich das jetzt schon mal so halb als auch für uns taugliches Thema verorten. Ja. Ja, auch in WoW natürlich. Das Minispiel, was dann irgendwann mal eingeführt wurde. Der Trailer ist ziemlich cool, sollte man sich angucken. Zeigt natürlich keine Spielgrafik, sondern ist so ein Render-Trailer, aber sehr schön gemacht. Aber man kann schon erahnen, was es da für neue Pflanzen gibt. Also ich habe ja nicht erwartet, dass Plants vs. Zombies 2 einfach Plants vs. Zombies mit neuen Pflanzen wird, aber es wird auch neue Pflanzen geben, wie beispielsweise eine Bumerang-schleunernde Pflanze. Ja, der schöne Kniff ist ja vor allem, das funktioniert im Deutschen natürlich nicht so richtig gut, aber es gab ja vor ein paar Wochen den Teaser-Trailer, wo diverse Leute dann gesagt haben, it's about time, also wird auch mal Zeit, dass das endlich mal rauskommt. So nach dem Motto hat man damals gedacht, zumindest StarCraft 2 wurde ja auch mit der Punchline angekündigt. Jetzt allerdings ist das tatsächlich, also It's About Time, es geht um Zeit. Ist tatsächlich der Untertitel des Spiels, ja. Und heißt also, hier geht's um Zeit, denn es geht scheinbar tatsächlich irgendwie um Zeitreisen, weil der lustige, dicke Typ, den man ja quasi spielt im Plants vs. Zombies, der steigt dann auch im Trailer in so ein DeLorean-Wohnmobil und reist irgendwo hin. Reist also durch die Zeit. Auch ein ganz lustiges Wortspiel. Viele Leute haben nach dem Trailer aber auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil erstens kommt es erstmal nur für iOS. Mhm. Da finde ich auch nicht ganz so toll, weil ich es lieber am PC spielen würde. Es ist natürlich klar, dass es irgendwann genau wie der erste Teil, den es ja inzwischen auch schon für Toaster gibt, gefühlt, für alle möglichen Plattformen umgesetzt werden soll. Ich glaube, die Entwickler haben sogar gesagt, es soll auf noch mehr Plattformen als der erste. Auf der Heißt, Plants vs. Zombies 2 kann man dann irgendwann auch auf Eierkochern spielen. aber also zumindest erstmal nur iOS, muss man halt mal gucken, wie lange die zeitliche Exklusivität da ist. So besonders toll finde ich es auch nicht, aber nun gut. Und es wird free to play. Ja, möchtest du eine weitere Pflanze bauen, dann hier 10 Cent einwerfen. Wirf doch da eine Münze ein oder so. Ja, also ich sehe es jetzt noch nicht ganz so tragisch wie viele andere Leute, die jetzt schon das Ende jeglichen Anflugs von Spielspaßes dahinschwinden sehen. Wenn es vernünftig gemacht ist, kann Free-to-Play, glaube ich, sehr gut funktionieren. Ich glaube, es gibt inzwischen genug Spiele, die zeigen, dass das auch durchaus fair und akzeptabel geht. Mal gucken, wie es in Plants vs. Zombies 2 umgesetzt wird. Also die Aussage der Entwickler ist, man kann jeden Level spielen und jede Pflanze bauen, ohne oder sich jede Pflanze freispielen, ohne irgendwas ausgeben zu müssen. Na, immerhin.
Aber muss man halt mal gucken. Also wenn ich irgendwie pro Tag nur ein Level frei umsonst spielen kann oder irgendwelche solche Späßchen, dann wird es natürlich schon eher anstrengend und nervig. Das ist ja bei You Don't Know Jack relativ nervig, dass zum Beispiel, du einmal am Tag eine Runde für Lau spielst und dann musst du halt diese virtuellen You Don't Know Jack-Münzchen einwerfen, um vielleicht noch eine Runde zu spielen. Wenn man aber gerade in dem Flow drin ist, möchte man vielleicht halt einfach weiterspielen. Ja, also muss man mal gucken, wie Free-to-Play umgesetzt wird. Vielleicht gibt es ja auch einfach so ein Schalt halt alles frei, dafür, dass du einmal 5 Euro bezahlst, was ja dann im Endeffekt auch nichts anderes ist, als wenn ich so einmal für 5 Euro gekauft hätte. Also ja, das wäre ja so meine perfekte Vorstellung eigentlich von Free-to-Play für Plants vs. Zombies. Ich kann den Entwicklern ein bisschen Geld geben, aber für das bisschen Geld habe ich dann auch alles freigeschaltet. Wie gesagt, mal schauen. Steht und fällt sicherlich sehr damit, wie das Free-to-Play-Modell umgesetzt ist. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es vernünftig wird. Ich auch. Dann hoffen wir auch mal, dass künftig was vernünftig wird. Bei The Secret World nämlich gibt es Informationen zu Ausgabe 7 und Ausgabe 8, die erst. Und das enthält beispielsweise... Jetzt zur Ausgabe 7 gab es ja schon die Ankündigung, da ist jetzt neu. World Event. Soll demnächst in den kommenden Wochen starten, Ausgabe 7. Und kurz im Anschluss an Ausgabe 7 soll dann auch eben ein Weltevent stattfinden, das so ein bisschen auf Tokio hinarbeitet. Das ist ja das neue Questgebiet, also die neue Questzone, die demnächst irgendwann hinzugefügt werden soll. Und da ist wohl in Agatha, also dieser Weltenbaum, ja, das Reisesystem. Wenn man TSW nicht gespielt hat, also das ist halt quasi so eine Schnellreise, die U-Bahn-Station von The Secret World, dargestellt durch einen Weltenbaum, über dessen Zweige halt die unterschiedlichen Gebiete miteinander verbunden sind. Da wird dann wohl so die Story des Weltevents ein Untergang zu Tokio entdeckt, der noch nicht so ganz zugänglich ist, aber aus dem irgendwelcher Schmutz. Es hieß in der deutschen Fassung dieses Blogbeitrags auch tatsächlich Schmutz. Es wird Filth sein. Das sind ja diese Wesen, dieses Zeug beispielsweise in Kingsmith. Ja, scheinbar ist das mit Schmutz Zeug übersetzt in ja, der deutschen ist Fassung. Es. Also jedenfalls breitet der sich aus, bedroht dann natürlich den Weltenbaum und das muss man als Spieler oder das müssen die Spieler dann eindämmen. Also das ist so, das Weltevent soll auch so ein bisschen gestaffelt sein, sich über die Zeit dann ein bisschen steigern, schlimmer werden. Mhm. Und das dann soweit zur Ausgabe 7. Aber es gibt auch schon erste Infos zu Inhalten aus Ausgabe 8. Ich wollte ja sagen, zu Tokio bin ich ja noch gespannt. Man spielt ja die quasi Einführungsmission in The Secret World in Tokio und man hört immer die NPCs drüber sprechen, was da so alles passiert ist. Und das mal selber mit zu erleben, ist, glaube ich, ganz lustig. Ja. Update 8 oder Ausgabe 8 kommt mit Szenarien. Es ist ähnlich vorstellbar wie in World of Warcraft, soll es für Solo- und Gruppenspieler geben, also entweder Solo- oder Gruppenspieler. So kleine, ja, wie nennen wir das mal gerne, Kurzabenteuer, auf die ihr euch stürzen könnt, also jetzt nicht kompletter Dungeon Run oder sowas. Und Zufallselemente sollen dann den Wiederspielwert erhöhen. Da war dann das Beispiel mit einer Kirche, die dann verteidigt werden soll von einem Spieler. Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, es ist halt die Kirche in Kingsmith, wo dann über, ich glaube, 12 Stunden, also nicht 12 echte Stunden, sondern 12 Spielstunden, eine Stunde dauert im Spiel 5 Minuten an, Wellen von Zombies auf die Kirche zugestürmt kommen und ihr müsst dann Überlebende verteidigen. Und dann gibt es halt diese Zusatzelemente, beispielsweise, dass ein zufällig ausgewählter Boss spawnen kann, dass ein Helikopter beispielsweise vorbeifliegt und Nachschub an Fallen abschmeißt. Da liegen auch rundherum Fallen rum, die ihr einsetzen könnt, um die Zombies zurückzuhalten. Dass zufällig Blitze einschlagen, die machen euch das Leben natürlich ein bisschen schwerer. Und also ein Spaß. Oder beispielsweise ist einer der Überlebenden irgendwie infiziert ist und dann die anderen alle anstecken will und so. Also es klingt eigentlich ganz nett, würde ich sagen, finde ich. Ja, ich finde die Idee des Zufallselements ganz gut. Das könnten auch die WoW-Szenarien ganz gut gebrauchen. Das macht jetzt das Gesamtkonzept dieses einen Szenarios natürlich auch nicht furchtbar viel abwechslungsreicher. Aber zumindest tut sich halt irgendwas. Also ist nicht wirklich jeder Durchgang, den ich da spiele, genau gleich. Also ich finde den Ansatz schon ganz nett. Aber an sich klingt es mehr oder weniger nach, also wie die Szenarien in WoW auch. Ja. Mhm. Und dann soll es noch ein Augmentiersystem
geben, das mit den Fähigkeiten verbessern können, und zwar in den Kategorien Schaden, Unterstützung, Heilung und Überlebenschance. Und zwar über das Nutzen von Kräftepunkten, Fähigkeitenpunkten und über das Handwerkssystem. Das heißt, ihr könnt eure Skills, die ihr ganz besonders gerne habt, anpassen, dass sie ein bisschen mehr Schaden machen oder dass sie ein bisschen heilen. Was ich eigentlich ganz nett finde, weil dann kannst du relativ individuell deine Traumskillung, also deine Traumfähigkeiten, die du so hast, nimmst du dann einfach und machst sie einfach noch ein bisschen besser. Finde ich ganz gut. Ja, muss man mal gucken, wie es umgesetzt wird, aber ist natürlich auch ganz nett, weil es dann mit den Aktionspunkten und so weiter wieder was zu tun gibt. Gibt da bestimmt schon Spieler, die schon alles Mögliche freigeschaltet haben, was man da freischalten kann. Ja. Inklusive der Nebenzusatzwaffen. Aber da kann man dann eben damit noch wieder was anfangen. Ich finde, es klingt ganz hübsch. Und spätestens für den Welt-Event schaue ich übrigens dann nochmal bei TSW wieder rein. Ja, ich bin gespannt. Bei mir hat jetzt auch die... Also ich bin ja sowieso so jemand, der also hauptsächlich natürlich WoW spielt, aber in alle anderen MMOs so im Jahresrhythmus immer mal wieder so reinschaut zumindest. Die Ankündigung hat mich jetzt auch dazu gebracht, mal wieder mitzudenken, Mensch, TSW, das hast du damals auch nicht komplett die Story durchgespielt. Wird mal wieder Zeit. Ja. Client ist auch schon gepatcht. Ich werde aber auch schon vor dem Welt-Event mal wieder reingucken, weil ich tatsächlich wieder Lust drauf habe. Nur dann gibt es wieder das Problem, es gibt so viel zu spielen. Ja, du armes Kind. Ja, das ist First World Problems und ja. So, aber ist furchtbar. Ja. In WoW gibt es noch viel zu tun. Neverwinter habe ich lange nicht so viel gespielt, wie ich eigentlich gespielt haben wollte mal nach der Beta. Marvel Heroes. Auch noch so eine kleine News übrigens, ist ab heute verfügbar. Oder mit der Podcast-Zeitlogik ab gestern. Also jedenfalls, wenn ihr diesen Podcast hört, sollte das erschienen sein. Es ist verfügbar. Scrolls auch von Mojang. 2013 wird ja auch das Jahr der digitalen Sammelkartenspiele. Mit Scrolls, Hearthstone und Hex unter anderem. Ja. Ja, und nächste Woche kommt The Last of Us. Überhaupt kein Rollenspiel, aber ich glaube, das Spiel, ich habe mich, glaube ich, schon lange nicht mehr so auf ein Spiel gefreut. The Last of Us von Naughty Dog. Das muss bitte großartig werden. Nächste. Dafür schließe ich mich dann nächstes Wochenende ein, dann kann ich also auch kein The Secret World spielen. Und nebenbei gibt es noch 3000 StarCraft-Turniere, die man gucken kann. Ja. Ich weiß nicht, wohin. Bist fertig? Ja, aber hier ist laut. Hier ist laut, ja. Ich frage mich auch, wieso. Also mit dem Podcast haben einige Leute nicht verstanden. Wo wir bei der nächsten Woche sind, gibt es noch eine kleine brandheiße News zu Rift, nämlich eigentlich wird ja das Bezahlmodell von Rift am 12. Juni umgestellt, von Abonnements auf so ein Hybridmodell. Das heißt, man kann trotzdem so noch ein bisschen Abo spielen, aber man kann auch einfach kostenlos spielen. Und diese Option, Moment, das Free-to-Play, das ist jetzt auch schon ab sofort für die Spieler möglich, die Rift in der Vergangenheit mal gekauft haben. Denn am vergangenen Wochenende gab es eine Veteranen-Rückkehr-Aktion und die ist so gut angekommen, dass die Entwickler sich gedacht haben, Mötsch, machen wir das auch einfach weiter und die Leute können jetzt einfach schon mal umsonst weiterspielen. Ja, also bevor das Abo-Spiel Rift Free-to-Play wird, ist es quasi kurzzeitig Buy-to-Play. Ja. Genau. Weil jeder, der eben schon mal einen laufenden Account hatte oder geht wahrscheinlich auch, wenn man das jetzt kauft und dann aber kein Abo über den Gratismonat drüber hinaus abschließt oder beziehungsweise hat man ja dann sowieso den Gratismonat. Also ist die Argumentation jetzt eh hinfällig. Aber egal, wer jedenfalls schon mal oder für alle, die schon mal einen aktiven Rift-Account hatten, hat die Free-to-Play-Umstellung quasi jetzt schon stattgefunden. Ja. So. Und damit wechseln wir mal zu WoW. Da gab es heute ein bisschen was Neues, nämlich wurde auf dem Battle.net da winken. Ah, ich glaube das Licht. Erzähl mal weiter, ich muss das Licht anmachen. Das Battle.net, ja. Wir kennen ja... Okay, jetzt bekommen wir Besuch. Jetzt bekommen wir auch einen Besuch, Mensch. Wir brechen einfach die zwei Dinge unten einschalten. Ja, ich hab schon die verstanden. Susanne ist schon geübt. Traum geübt, Dankeschön. Ja, so. Das war übrigens unser Buff-Show-Kameramann, falls man ihn gehört hat auf dem Mikro. So, wo waren wir stehen geblieben? Battle.net. Battle.net. Ja.
Derzeit gibt es ja maßgeblich die großen Blizzard-Spiele, kennen wir ja alle. World of Warcraft, Diablo 3, Starcraft 2, demnächst dann wahrscheinlich auch Hearthstone. Hoffentlich früher als später. die ja alle so ihre eigenen Launcher haben. Und bereits vor geraumer Zeit wurde ja schon gerüchtet, beziehungsweise gab es da auch schon mal Stellenausschreibungen. Die Hälfte der Spiele und Projektankündigungen heutzutage wird ja durch Stellenausschreibungen irgendwie öffentlich. Ja, das ist mal lustig. Wird bei Blizzard die andere Hälfte durch Domains. An einem neuen Battle.net-Client gearbeitet, wo bis jetzt niemand so richtig wusste, was das nur eigentlich werden soll. Jetzt ist aber zum einen auf den offiziellen Battle.net-Support-Seiten gibt es ein paar Einträge oder mindestens einen, die sich schon konkret auf die Anwendung beziehen. Also vermutlich hat da jemand zu früh irgendwo auf den Veröffentlichen-Knopf gedrückt, weiß ich nicht. und MMO-Champion, die bekannten Dataminer, haben wohl irgendwie auch schon mal die Alpha-Fassung in den Fingern gehabt und ein paar Screenshots veröffentlicht. Wovon die nicht alles immer Alpha-Fassung in den Fingern haben. Kann man sich angucken, haben wir natürlich drauf verlinkt. Grundsätzlich, was zu erkennen ist, also es vereint dann quasi alle Launcher. Also bei MMO Champion stand jetzt auch, es ersetzt tatsächlich auch die bestehenden Launcher, was heißen würde, es wäre tatsächlich nicht optional, sondern sobald das Ding dann rauskommt, muss man diesen Battle.net-Client benutzen. Ob das jetzt tatsächlich so wird oder nicht, würde ich jetzt noch nicht als gesetzt ansehen, aber es macht wahrscheinlich tatsächlich Sinn. Spart ein paar Desktop-Icons auf meinem Desktop. Wenn man das als Blizzard-Stelle schon anbietet, das dann auch zum Pflichtprogramm zu machen, mal gucken. Wobei man die Spiele ja auch jetzt schon noch auch einzeln über die Exe starten kann, wenn man Lust drauf hat. Vereint eben die Launcher und bietet auch eine ziemlich umfassende Einbindung der Webseite. Also auch so Geschichten wie den Blizzard Store, den kann man dann wohl auch direkt über den Client rumstöbern. So WoW-Geschichten wie Charaktertransfers oder diese Zusatzdienste, die sind zumindest den Screenshots nach auch in dem Client mit drin. Die offiziellen Foren kann man scheinbar benutzen darüber. Also schon so das allumfassende Battle.net-Programm. Finde ich eigentlich ganz gut. Wundert mich, dass es das früher noch nicht gab. Just in diesen Zeiten, in denen ich häufiger mal StarCraft spiele, World of Warcraft und Diablo, hat es mich schon immer gestört, dass ich mich in StarCraft einwählen konnte, auch mit dem Authentificator authentifizieren. Dass das Ganze aber nicht bei Diablo funktioniert hat, sondern dass man da den Code neu eingeben musste. Da haben sich schon mal scheinbar was am Battle.net für WoW und für StarCraft gewerkelt, aber Diablo noch nicht mit reinbezogen. Ja gut, wobei Diablo, glaube ich, auch schon insofern, ich glaube, den Diablo-Launcher kann man auch nicht parallel mit den anderen launchen. Also nee, es gibt ja nicht. In den letzten Monaten gab es ja schon viele Entwicklungen, die schon darauf hindeuten, dass da mehr vereint wird. Wie gesagt, was du eben schon meintest, WoW Live und WoW Test Server und StarCraft 2 teilen sich ja auch schon die Authenticator-Authentifizierung. Mhm. Also wenn ich mich in WoW an dem Tag, wenn man jetzt IP-Reset hat, zum ersten Mal einlogge mit Authenticator, muss ich es danach in StarCraft nicht mehr machen, weil der die Info mitbekommen hat. Nee, der Account ist für heute schon autorisiert über diese IP. Was bei Diablo komischerweise nicht funktioniert. Ja. Und man kann ja auch die Launcher nicht gleichzeitig starten. Ja. Also die Spiele können gleichzeitig laufen, aber die Launcher gleichzeitig, das finden die Battle.net-Programme nicht so lustig. Ja, WoW also. Starten, also den Launcher starten, während der Diablo-Launcher offen ist, das geht nicht, weil dann wird nämlich gleich rumgejammert, hey, der ist ja schon offen, mach mal zu hier. Also da deutet ja ohnehin schon seit Monaten einiges darauf hin, dass da ein bisschen was vereint wird. Und grundsätzlich, ja, also wenn ich nur noch eine Schaltzentrale habe, gewissermaßen fürs Battle.net, und der vielleicht auch automatisch gleich alle Clients patcht, wenn es dann mal läuft, habe ich da persönlich nichts gegen. Und wenn ich mich nur einmal anmelden muss, vielleicht meldet man sich ja dann zum Beispiel auch nur einmal dem Launcher an und ist dann in den Spielen auch direkt schon drin, vielleicht, ohne sich nochmal extra, das wäre ja auch sexy. Ich stelle mir das dann ein bisschen vor, dass das wie bei Steam funktioniert, dass du halt da deine Bibliothek hast und da kannst du den ganzen Kram drüber starten, ohne dass du dich jetzt extra nochmal irgendwo anmelden musst. Also insofern, mal schauen. Finde ich sexy. Ich habe da persönlich nichts gegen. Ich auch nicht. Noch eine ganz witzige Nebeninfo, wobei ich da jetzt nicht viel drauf geben würde. Der MMO-Champion hat dann auch noch diverse Interface Strings, also Variablen, die da im Programmcode verwendet werden, ausgelesen, wo unter anderem auch WoWX, also Erweiterung für World of Warcraft, WoW Expansion, durchnummeriert bis, ich glaube, Nummer 9 mit drin standen. Bis Nummer 9.
Ob ich das jetzt zwingend allerdings als Bestätigung ansehen würde, dass garantiert 9 Erweiterungen insgesamt geplant sind, weiß ich nicht. Oder ob das nicht einfach nur, naja, bevor wir jetzt irgendwas falsch programmieren und am Ende Probleme haben, es zu erweitern, machen wir einfach mal gleich Platz für 9. So, das passt dann schon. Weißt du, was ich total lustig finde? Wenn damit irgendwie so eine Serverumstrukturierung bei WoW käme und wenn du dann halt alle Expansions sind da so aufgelistet, du könntest in einer bestimmten Expansion einloggen. Also wird es niemals geben, aber es wäre total lustig. Dann könnte ich nochmal nach Classic WoW gucken und die ganzen coolen Gimmicks mir anschauen, die mit Cataclysm, mit der Umarbeitung aus dem Spiel rausgeschmissen wurden. Also so nette Easter Eggs und so. Nicht jetzt meine Talente, weil ich war scheiße. Ja, aber die Diskussion hatten wir ja nun schon. Ja, natürlich hatten wir die schon häufiger, aber ich fände das trotzdem lustig. Wird nicht passieren. Ja, ich dachte, ich sag das nur mal kurz. Also insofern, Blizzard Launcher, das Ding ist nach wie vor nicht offiziell angekündigt. Nee. Wobei jetzt, glaube ich. Das ist wie Titan. Wobei jetzt, glaube ich, kein Zweifel mehr dran besteht, dass es irgendwann kommt. Mal gucken. Ja. Also nachdem es da jetzt schon offizielle Support-Einträge gibt, die ja zumindest auch schon mal für die Öffentlichkeit geschrieben wurden, auch wenn sie sicherlich noch nicht hätten veröffentlicht werden sollen, würde ich mal vermuten, dass der Beta-Test zumindest da auch nicht mehr so furchtbar weit weg ist. Mal gucken, vielleicht kommt es ja auch zusammen mit Hearthstone. Ja. Falls das da ohnehin schon mehr auf den Client setzt, wäre es ja dann vielleicht sogar auch zwingend nötig, dass es zusammen damit erscheint. Mal schauen. Neuigkeiten gab es in der Woche auch zum Warcraft-Film. Es heißt nämlich, dass die Dreharbeiten im Frühjahr 2014 beginnen. Nicht 2012, wie manche Leute fälschlicherweise geschrieben haben. Das Ganze kommt aus einem Interview mit Charles Roan. Ich glaube, er ist Produzent oder so. Ja, nicht nur oder so. Stand nicht als Produzent da in der News. Deswegen, der ist doch, der stand Produzent. Das weiß ich nicht. Sehr genau. Du hast die News geschrieben. Dann kannst du mir auch nochmal sagen, von wem wer das Interview geführt hat. Das habe ich mir nicht notiert. Das war eine Webseite oder das Team einer Webseite natürlich. Ich finde es immer so komisch, wenn Leute schreiben, ein Interview mit buff.de. Ja. Ich glaube, unsere Webseite führt keine Interviews. /.film. /.film. Ja. Gegen World of Warcraft war in dem Interview. Hier passieren komische Sachen. Nee, ich bin von den Schatten da verwirrt, die sich bewegen. Ja, sag ich ja, hier passieren komische Sachen. Wir sollten vielleicht kurz, wir sind ja hier in dem neuen Podcast-Raum quasi neben der Studio-Umgebung, das auch durch eine Glasscheibe verbunden ist. Da ist größtenteils schon was vorgestellt, aber an der einen Ecke kann man doch durchgucken. Ja. Und wenn da dann Lichter an- und ausgehen und Leute hin und her laufen, dann ist das irgendwie sehr irritierend. Ja. Wo waren wir? Ja, das Interview ging eigentlich hauptsächlich auch nicht um den Warcraft-Film, deshalb war das auch eher so eine Nebeninfo, sondern allgemein um Pläne, die Legendary, das ist ja die Produktionsfirma, die unter anderem auch den Warcraft-Film macht und 30.000 andere. Ja. Die Chance, wenn man in irgendeinen Film geht, glaube ich, dass Legendary damit auftaucht, ist inzwischen bei 90% oder so. Irgendwie machen die alles. aber wie gesagt, die Nebeninfo war eben, ist immer noch geplant, weil viele Leute, zugegebenermaßen auch ich, sind ja immer noch recht skeptisch, ob das denn jetzt wirklich noch jemals passiert. Aber scheinbar läuft es ganz gut. Ich glaube dran. Und wenn es tatsächlich im ersten Quartal, hieß es ja, 2014 losgehen soll, würde ich ja mal erwarten, dass zumindest die ersten Casting-News auch nicht mehr ganz so weit weg sind. Also spätestens auf der BlizzCon erfährt man ja dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr. So, worum geht's denn jetzt tatsächlich? Ist es immer noch die Arthas-Geschichte oder ist es irgendwas anderes? Und wer spielt denn so mit? Ich hoffe ja, es ist was anderes als Arthas, weil Arthas ist halt ein bisschen durchgekaut. Ja, das Ding ist halt, Arthas ist ein bisschen durchgekaut für Leute, die sich damit auskennen, aber der Film soll ja sicherlich auch Leute bedienen können, die mit Warcraft eigentlich nichts zu tun haben und da ist die Arthas-Geschichte natürlich schon eine sehr klassische Fantasy-Erzählung, die gut funktioniert, muss man zugeben. Okay. Also insofern ich könnte gut damit leben, wenn es was anderes ist, aber Arthas würde, glaube ich, gut den Spagat schaffen zwischen, kann man sich auch angucken und verstehen und mitfiebern, wenn man Warcraft nicht kennt. Und für viele Leute, die Warcraft kennen, die gucken sich das, glaube ich, auch gerne nochmal an, weil es ja nach wie vor eine der beliebtesten Handlungsstränge auch noch ist im Warcraft-Universum. Es kommt bei mir aufs Production Value an. Also ich glaube... Bei mir geht der gute Herz so einen Hals raus. Ich glaube, die Arthas-Story würde... Also wenn ich den Film machen würde, würde ich vermutlich auch dafür plädieren, ihn oder
würde ich mich zumindest dafür aussprechen, dass man vielleicht das benutzt. Ich jetzt allerdings als Zuschauer würde mir durchaus was anderes wünschen. Ich wünsche mir als Zuschauer was anderes. Was denn? Garrosch. Entweder irgendwie, nee. Ich meine, sie können ja auch eine Freigeschichte machen. So. Oh ist nee, ja der, der hängt mir aber weit mehr zum Hals raus als Arthas, muss ich sagen. Mir hängt Arthas weiter aus mehr als zum Hals raus als im Frall. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Also ich glaube, die Chancen stehen schon sehr gut, dass es irgendwas mit Arthas zu tun hat. Aber ich finde einfach eine Geschichte aus Warcraft. Wäre cool. Also es muss nicht unbedingt irgendwie eine Berühmtheit sein. Ja, wenn ich von dem Gastwirt aus Goldhain, der doch Leuten sagt, dass das Wildschwein nebenan nervt. Gerade, ja gerade der, weil in dem Gasthaus in Goldhain geht es ja zuweilen ganz schön ab. Ja, aber nur wenn John Rhys Davies den Gastwirt spielt, ansonsten bin ich da gleich wieder raus. Na, ich glaube schon Arthas, aber wir werden es erleben. Ja. Hoffentlich, vielleicht, angeblich. Ich bin ja echt gespannt, ob der denn wirklich nochmal passiert und wie der vom Look so aussieht. Also ich glaube, das Warcraft-Universum ist schon extrem schwer irgendwie einzufangen. Als Realverfilmung zumindest. Also ich meine, die Trickmittel sind inzwischen sicherlich weit genug, aber alleine so dieser, also Warcraft hat ja noch mehr als viele andere Fantasy-Universen so diesen sehr pompös überzeichneten, also allein die Größenverhältnisse sind ja oftmals völlig absurd in Warcraft. Ja, Schulterstücke und so. Das ist glaube ich echt schwer zu transportieren in so einen Film. Werden wir sehen. Schauen wir mal, dass da hoffentlich bald irgendwelche Neuigkeiten kommen. Außer wenn Diesel spielt Arthas, dann funktioniert das mit den großen Schulterrüstungen. What the fuck? Ja, hat Arthas halt keine Haare mehr. Kann mal passieren. Und künstlerische Freiheit bei der Adaption des und ist Stoffes. Nicht so blass wie im Spiel und so. Alright. Ja, ein Karibikurlaub in Beutebucht gemacht vorher. Ah, okay. Mal ein bisschen Sonne abkriegen. Ah. Geht. Wir haben noch ein paar Fragen. Ja, ansonsten muss man ja sagen, zur WoW derzeit nicht so viel zu erzählen. Ja. Ich mag Patch 5.3 nach wie vor, aber ja, gibt halt auch nicht so furchtbar viel zu erleben oder zu spielen Neues. Ja. Brachland funktioniert nach wie vor super, die Szenarien sind ganz nett. Ja. Kampfgilde ist super. Wir sind gespannt auf Patch 5.4. Da kann man übrigens nochmal, da haben wir neulich mal zusammengesucht, was man über das Update eigentlich schon so weiß. Wer den Artikel noch nicht gesehen hat, kann da vielleicht nochmal reinschauen. Ja. Chuchiman fragt, wie wir das neue Mount finden, die gepanzerte Blutschwinge. Erzähl, weil ich hab's mir noch nicht gekauft. Ja, natürlich. Die gibt's jetzt. Es gab ein neues Mount, oder es gibt immer noch ein neues Mount im Blizzard Shop. Eine Vampirfledermaus. Ziemlich aufgepimpt mit fies aussehender Rüstung und viel blutroten Effekten. Eine extrem viel bessere aussehende Variante einer fliegenden Fledermaus als die, die man benutzt, wenn man beispielsweise von Unterstadt in den Silberwald fliegt. Ja, ich kann auch die Frustration vieler Untotenspieler verstehen, die ja schon seit vielen Jahren mehr Fledermaus-Mounts haben wollten. Ja. Und jetzt kommt eins, das dann erstens auch noch Geld kostet und zweitens jeder haben kann. Ja. Völlig egal, ob er Untoter spielt oder nicht. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich weiß nicht, ich bin da wie bei den meisten Mounts so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es zu teuer. 20 Euro ist der Preis? 20 Euro für ein Mount, auch wenn es für den kompletten Account gilt, finde ich ein bisschen hoch angesetzt. Also für mich wären da so 10 Euro die Schmerzgrenze. Oder 10 Euro fände ich okay. Das Mount an sich aber finde ich schon sehr cool. Also mal diesen ganzen Mount-Kauf-Faktor komplett außen vor gelassen. Nur das Mount finde ich sehr gut. Ist wirklich schön gemacht. Hat also dieser fiese Fledermaus-Look, den das Ding ja nur auch ganz bewusst haben soll, der ist, finde ich, sehr schön eingefangen. Und es hat so eine coole Flugrollen-Animation, die komischerweise aber nur funktioniert, wenn es am Boden festgedockt ist. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist häufiger so bei Flugreittieren, ja, die haben nur ihren Mount-Special am Boden. Dass auch so eine Animation in der Luft funktioniert, werden sie noch in die blöde Engine mal reingeprügelt kriegen. Das kann scheinbar nicht. Nee, aber ich finde es sehr schön. Also wie gesagt, rein das Mount finde ich gut, aber ich finde es zu teuer. Zu teuer. Muss allerdings gleichzeitig natürlich auch zugeben, ich habe es mir trotzdem gekauft, auch wenn ich es so teuer finde. Aber ja, nee. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, geht mir weg. Aber was man da ja auch oft, es gibt ja oftmals Rabattaktionen, also ich bin mir auch sicher, das Ding irgendwann, das ist ja dann immer für einen halben Preis oder meistens zumindest, ja. Wird es tatsächlich auch mal für 10 Euro geben.
und dann kann man sich das dann vielleicht nochmal überlegen. Stahlfaust stellt eine interessante Frage und möchte gerne wissen, was man eigentlich mit den Gerechtigkeitspunkten macht, die man überall hinterhergeworfen bekommt, seit Patch 5.3. Naja, nicht nur seit 5.3 gefühlt. Also gut, hinterhergeworfen kriegt man sie jetzt noch mehr als früher, aber ich glaube, die meisten Leute hatten 2 Wochen nach Start der Erweiterung schon das Konto voll und wussten nicht, wohin damit. Das weiß derzeit keiner, das wissen ja auch die Entwickler nicht. Wir haben ja vor kurzem erst ein Interview mit Corey Stockton geführt, Lead Content Designer, dem auch nicht so richtig eingefallen ist, was man mit denen eigentlich machen soll. Ja. Die seit dem Start von Mists of Pandaria liegen die halt so rum. Also für neue Charaktere kann man sicherlich mal kurz gebrauchen, um einen kleinen Schub an Ausrüstungsvorsprung oder sich da ein bisschen auszuhelfen, wobei das auch nicht furchtbar viel bringt und nicht besonders lange funktioniert, weil man dann auch extrem schnell auf einem Stand ist, wo man es nicht mehr braucht. Also ich glaube, die sinnvollste, wie du schon sagst, sinnvollste Ausgabequelle sind, glaube ich, Erbstücke, wenn man die haben will oder einfach, ja, um die Punkte loszuwerden. Ich kaufe jetzt mal alle Erbstücke, die ich kaufen kann. Irgendwann brauche ich sie vielleicht mal. Keine Ahnung. Oder man macht es so wie ich und kauft sie gleich doppelt. Aber davon abgesehen, es gibt derzeit einfach nichts Sinnvolles mit diesen Dingern zu tun. Nee, man muss mal schauen, wie es mit der nächsten Erweiterung ist, ob es da noch 2 Währungen geben wird oder ob sie sich dann nicht doch auf eine beschränken. Ja, ich weiß, die total naheliegende Lösung wäre doch eigentlich, bietet halt Mounts und Pets zum Kaufen mit den Punkten an. Wäre voll logisch. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise, wäre ich Entwickler, aber scheinbar nicht. Oder noch nicht. Mal gucken. Aber nein, derzeit gucken wir da alle ein bisschen doof und wissen nicht, wohin damit. Ja. Jin möchte gerne wissen, also hat so eine Idee, beziehungsweise eine Idee aufgegriffen, die in der WoW-Community so herumgeistert. Und zwar möchte er wissen, was wir von einer Überarbeitung des Gildensystems halten würden. Beispielsweise, dass es 3 Gildenarten gibt, nämlich PvP, PvE und Leveln. Und PvEP bringt dann Boni für Battlegrounds und gewertete Schlachtfelder, Arena und Open World PvP. Und PvE bringt dann spezielle Bonis für Raids, Instanzen und Weltbosse. Und Leveling bringt dann natürlich Boni für Low-Level-Instanzen und Questen. Und es gibt dann halt speziell diese speziellen Boni, die man dann nicht über das Gildenlevel freischaltet, sondern über das Erreichen bestimmter Gildenerfolge oder Errungenschaften. Findest du das gut? Fände ich gar nicht so schlecht. Ich finde es nämlich scheiße. Warum? Erzähl mal. Nein, das geht da so ein bisschen in die Richtung. Nein, scheiße ist ein bisschen hart gesagt, aber es geht da so ein bisschen in die Richtung, wie das Gildenlevel eigentlich mal angekündigt war. Da waren es ja mal Talentbäume ursprünglich. Mhm, ja. Ich halte da insofern nicht viel von, weil das halt Spieler im Zweifelsfall auseinandertreibt. Mhm. Also ich meine, da habe ich halt meine Gilde, die jetzt macht so ein bisschen PvP, so ein bisschen PvE, so eine Allerweltsgilde. Nicht furchtbar fokussiert auf irgendwas, aber schon mit Spielern, die sich irgendwie gut kennen, Freunde sind, vielleicht auch im echten Leben. So, und dann muss man sich als Gilde auf einmal entscheiden, machen wir jetzt PvE, die Boni, oder machen wir PvP? Kabum. Vielleicht kannst du ja auch beides machen. Und ja, weil dann gibt es ja keine Spezialisierung mehr. Dann sind wir ja wieder beim jetzigen System. Ja, das ist richtig. Deshalb, es wird auch einer der Gründe gewesen sein, warum das System jetzt so aussieht, wie es aussieht. Und auf einmal überlegen sich dann Peter und Paul, die eigentlich total gerne miteinander spielen würden, ob sie nicht eigentlich in separaten Gilden besser aufgehoben wären, weil der eine macht dann doch ein bisschen mehr PvP und hätte gerne die Boni und der andere macht ein bisschen mehr PvE und hätte gerne die Boni. Das hast du ja. Und das ist, glaube ich, so eine. Ich glaube halt, das hat Einfluss dann auf die auf das soziale Zusammenleben von Spielern im Spiel, eine teilweise unschöne dafür, dass es spielerisch keinen echten, super interessanten Mehrwert gibt. Vielleicht könnte der ja spielerisch super interessant sein. Naja, ich spezialisiere mich halt irgendwie als Gilde. Das ist spielerisch, finde ich, nicht super interessant. Findest du nicht? Nee. Ich weiß also nicht. Dann wäre ich eher dafür, dass einfach mehr Gildenlevel, mehr Boni, die man sich dadurch freispielen kann, das steht ja ohnehin der Erweiterung mal aus, so langsam vielleicht. Einfach mehr coole Boni, aber bitte alles für alle. Ich weiß nicht, die Idee von spezialisierten Gilden finde ich nicht besonders sexy tatsächlich. Das Problem von Gilden, die auseinandergerissen werden, hast du aber jetzt ja auch schon. Indem beispielsweise sich in der Gilde Leute befinden, die wollen irgendwie Hardcore raiden und es gibt Leute, die wollen halt nicht so Hardcore raiden. Im Endeffekt trennen sie sich dann auch. Aber das sind ja dann schon Extremfälle, wo Leute wirklich dann irgendwie eine ganz andere Vorstellung von diesem Spiel haben. Aber sobald ich anfange, schon bei Interessen irgendwie mit Boni zu arbeiten, die ich nicht alle haben kann, indem ich sie mir einfach freispiele, sondern wo ich sie mir aussuchen muss,
greife ich ja als Entwickler auch nochmal da ein und fokussiere das noch mehr. Die Situation jetzt findet man ja wahrscheinlich auch schon nicht besonders schön, wenn Gilden zerbrechen, weil Leute auf einmal mehr Hardcore machen wollen als andere oder so. Ja, aber wie gesagt, das ist ja ein Ding, das es schon seit dem Anfang von World of Warcraft gibt. Ja, aber muss man das deshalb gut finden und unterstützen? Das, die Logik verstehe ich nicht. Ja, was wäre deine... Was wäre deine Vorstellung von einer Möglichkeit, wie man das umgehen kann? Ja, das kannst du nicht umgehen, weil das ist eine Dynamik, also das, was du jetzt meinst, ist ja eine Dynamik, die entwickelt sich aus den Spielern heraus. Mei. Ja. Aber ich muss ja nicht als Entwickler auch noch mehr Holz ins Feuer kippen. Ja, aber dann weißt du gleich von Anfang an, an welcher Stelle du bist oder in welche Richtung die Gilde sich entwickelt, wenn du da reinkommst. Ja, aber ich sehe den spielerischen Mehrwert halt nicht. Warum nicht einfach das Gildensystem erweitern und neue Boni bringen, die dann der eine mit Level 26, der Bonus hilft bei XY beim PvE, der Bonus mit Level 27 bringt wieder irgendwas im PvP und irgendwann habe ich halt alle. Ja, davon haben sie sich ja auch verabschiedet, dass das eine in der einen Situation oder in der anderen Situation einen Vorteil bringen kann. Ja, das ist natürlich richtig. Also die Boni, die jetzt derzeit drin sind, die sind nicht mehr so PvE, PvP fokussiert, wie sie eigentlich in diesem Talentbaummodell mal angekündigt werden. Aber das wäre vielleicht was man tatsächlich machen könnte, jetzt mit weiteren Boni. Jetzt wo so das grundsätzliche Zeug, wie es gibt mehr Erfahrungspunkte, man kann ein bisschen schneller reiten und solche Geschichten weg sind, sollte jetzt das Gildensystem erweitert werden, dann gibt es halt mehr so Spezialboni, die schon irgendwie konkreter sich auf Spielinhalte irgendwie auswirken. Aber ich sehe halt auch, selbst wenn sich Gilden spezialisieren könnten, ist das wirklich so toll? Ist das jetzt das Killer-Feature? Ich finde, es ist kein Killer-Feature, aber ich finde auch, das Stunts-Studio ist kein Killer-Feature. Schön wäre es trotzdem, wenn es drin wäre. Das ist richtig, ja. Nee, also Gildenspitze, nee, kann ich. Nee. Also. Nee. David ist dagegen. Ja. Ja. Damit will ich jetzt übrigens, nur um das klarzustellen, nicht per se sagen, dass Blizzard der doofste Entwickler aller Zeiten ist, wenn dieses Feature reinkommt und jeder, der eine Lust auf dieses Feature hat, ist doof, sondern ist einfach nur meine Meinung. Ich fände das nicht besonders sexy und eher kontraproduktiv. Das möchten wir nochmal klarstellen. Man darf aber gerne anderer Meinung sein. Ja. 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 So, ich finde, das war genug WoW. Ich möchte noch ein bisschen was von Hearthstone erzählen. Du hast Hearthstone gespielt. Ich glaube, von uns in der Redaktion tatsächlich als Erster. Ja. Oder als Erste. Eine Stunde lang. Der Wolfgang Fischer aus dem Hause hier, von der PC Games maßgeblich, der hat es ja schon mal gespielt, aber ich glaube, von uns bei BAFT hat es vorher tatsächlich noch keiner gesehen. Nee. Das fand statt im Rahmen einer Community-Veranstaltung, wo sich viele Verantwortliche bzw. Mitarbeiter von Fanseiten von Blizzard treffen. Und da haben sie gedacht, kommen wir erlauben den Leuten mal eine Stunde Hearthstone zu spielen. Es war auch tatsächlich nur eine Stunde. Es war auch sehr strikt, dass man nicht irgendwie eine Minute noch länger durfte, weil man musste dann sofort die Finger vom Rechner wieder entfernen. Lief da eine Eieruhr mit, auf der man quasi Plants vs. Zombies spielen kann. Auf jeden Fall durften wir den Duellmodus ausprobieren. Das heißt, der, wo automatisch ein Spieler für euch gesucht wird, der in etwa in eure Kragenweite passt. Und dann konnten wir uns dort, oder unsere Helden konnten sich darin gegenseitig den Hintern versohlen. Und ich muss sagen, es war doch ganz nett und hat Spaß gemacht. Und also fand ich überraschend spaßiger, als ich auf den ersten Blick erwartet habe. Man hat natürlich diese neuen Helden, wir konnten uns da welche aussuchen, welche wir spielen wollten. Also bei jedem Match einen anderen, wenn man Bock drauf hatte. Und dann kommt man auf diese Karte, beziehungsweise darf sich vorher noch drei Startkarten aussuchen, mit denen man anfangen möchte aus seinem Deck. Da es uns unter Todesstrafe verboten war, auf irgendwelche anderen Knöpfe als auf diese neuen Klassenknöpfe und Spielstarten zu drücken, tippe ich mal... Man hätte eigentlich auch vorher sich ein Deck zusammenstellen können. Wir konnten es halt noch nicht, weil das wahrscheinlich noch nicht so fertig ist. Und ich habe einfach auch mal mit den drei Karten angefangen, die mir dann vorgeschlagen wurden. Und habe dann dem Gegner den Hintern versohlt. Auf gut Deutsch. Ohohoho. Das Ganze funktioniert in etwa so. Ihr kommt dann auf dieses Spielbrett. Dann wird automatisch ausgewürfelt, welcher Spieler anfangen darf. Und dann habt ihr in der ersten Runde... habt ihr halt eure drei Karten und bekommt eine zusätzliche Karte hinzu. Also jedes Mal am Rundenbeginn gibt es eine neue Karte aus eurem Deck.
Und ihr habt Mana-Punkte, das sind eure Ressourcen. Pro Runde kriegt ihr mal einen dazu. Ihr fangt mit einem an in der ersten Runde, dann in der zweiten gibt es zwei, in der dritten gibt es drei. Diese Mana-Punkte werden dafür verschwendet, ausgegeben, um Spells bzw. Minions zu sammeln. Das heißt, euer Kartendeck besteht einmal aus Fähigkeiten. Ich glaube, was die Entwickler gesagt haben, ist, dass es insgesamt 20 klassenspezifische Fähigkeiten gibt. Also pro Klasse 20 Fähigkeiten. Und dann noch eine Mischung aus 100 bis 200 Minions. Also aus einem Pool von 100 bis 200 Minions wird dann da was hinzugesucht. Das heißt, ihr könnt dann auch gegen die gleichen Helferchen antreten, die euer Gegenspieler herbeiruft. Und diese Zauber einzusetzen kostet natürlich Mana und auch diese Minions herbeizurufen kostet Mana. In der ersten Runde passiert damit natürlich nicht viel, weil wenn du nur einen Mana-Punkt hast und du hast zwei Minions, die kosten 6 Punkte, dann bist du ein bisschen aufgeschmissen, so wie ich. Aber das Ganze erinnert doch schon sehr, oder hat mich zumindest stark an die Helfer aus dem Trading Card Game erinnert. Da gibt es ja beispielsweise auch diese Karten, die den Gegenspieler dazu zwingen, diese eine Karte anzugreifen. Also im Englischen ist es dann Taunt, im Deutschen spottet diese Karte, beziehungsweise dieser Minion spottet dann und zwingt den Gegner halt dazu, dass nur der angegriffen werden kann, bevor er irgendwelche anderen Minions angreift oder den gegnerischen Helden. Dann gibt es natürlich so lustige Synergien wie, ich glaube, es war ein Schamane, der kommt dann auf das Spielfeld und gibt jedem anderen Minion einen Angriffspunkt und einen Lebenspunkt dazu, was hübsch ist, weil dann kann man natürlich extrem seine kleinen Helferchen buffen, wenn man dazu kommt, da eine anständige Armee aufzubauen. Oder es gibt dann natürlich die Minions, die können sofort angreifen, wenn sie gelegt werden. Es gibt die, die können erst in der nächsten Runde angreifen. Es gibt Minions, die können mit einer bestimmten Fähigkeit angreifen, sobald sie gelegt werden. Danach haben sie diese Fähigkeit aber auch nicht mehr. Ist also ein bunter Mix und man versteift sich vermutlich am ehesten darauf, einen seiner Helfer so zu buffen, dass der den Gegner umprügeln kann, denn so Ausrüstungsgegenstände oder Tränke für den eigenen Helden, also in meinem Fall war es Anduin, gibt's nicht. Der hat halt eine Heldenfähigkeit, der kann damit 2 Punkte heilen, glaube ich, für 2 Mana, 2 Lebenspunkte heilen. Und ja, so im Fall von Anduin, wohlgemerkt. Ja. Also jeder Held hat schon seine eigene Fähigkeit. Die haben auch nur eine, ihr könnt sie also nicht wechseln. Was vielleicht auch ganz sinnvoll ist, da die Entwickler gesagt haben, das ist relativ kompliziert, das ein bisschen anzugleichen und zu balancen. auf jeden Fall, mein Anduin konnte halt in dem Fall nur sich selber heilen, aber noch nicht mal irgendwie einen Schlag gegen den Gegner ausführen. Das heißt, das Ganze findet hauptsächlich über diese Minions statt, die ihr dann hochpimpt. Ich habe dann meinen auf 11 Schadenspunkte hochgepimpt und damit den Gegner relativ ordentlich plattgehauen. Ja, wobei es schon auch direkt Schaden Möglichkeiten gibt. Ja, gibt Spellfähigkeiten beispielsweise. Oder Jäger und Schurken können, glaube ich, Waffen anlegen. Ein Druide kann einen Buff benutzen, mit dem er dann einen extra Schadenspunkt macht. Also der Druide würde üblicherweise keinen Schaden machen, wenn er aber seinen eigenen Buff benutzt. Der erhöht einmal die Verteidigung um einen Punkt und einmal die Angriffskraft um einen Punkt. Dann kann der halt auch angreifen. Also es ist gibt schon verschiedene, zumindest nach dem, was ich auch in den paar Streams, Livestreams, die sie gemacht haben, gesehen habe. Also es gibt schon durchaus verschiedene Möglichkeiten, wie ja üblich bei den Spielen, seine Decks so aufzubauen. Was ich ganz... Also natürlich Minion-Decks, aber eben auch eher so ein bisschen auf direkt Kavum. Was ich ganz hübsch finde, ist, dass dann halt... Also ich persönlich werde mich vermutlich künftig mit diesen Minion-Geschichten auseinandersetzen, weil ich das halt sehr praktisch fand. Dann gibt es dann Zauber, mit denen kannst du dann deren Lebenspunkte erhöhen und dann kannst du noch ihre Angriffskraft erhöhen um 3 Punkte und dann hast du halt so eine ordentliche Mördermaschine, die auch keiner umbringen kann. Deswegen schon nett. Wenn du jetzt noch einen anderen Minion daneben hast, der taunten kann, dann muss der ja zuerst angegriffen werden. Haha. Und das heißt, mein Superhelden-Minion ist dann die ganze Zeit geschützt oder so. Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich auch der langweilige Teil, weil so Sammelkartenmechaniken sind ja jetzt schon über viele Jahre erprobt. Wie ist es denn so vom Spielgefühl her? Wie funktioniert die Steuerung? Wie funktionieren die Menüs? Fluffig.
ich konnte ja nicht viel in Menüs klicken. Ja gut, okay. Das muss ich ja dazu sagen. Ich finde, das ist eigentlich ganz niedlich und charmant. Da läuft immer im Hintergrund so nette Kneipenmusik. Oder Kneipengeräusche hört man immer im Hintergrund. Also jetzt nichts, nicht so viel Tüdelü, aber so ein bisschen angenette nette Umgebungsmusik. Dann steuern tust du im Prinzip einfach nur mit der Maus. Mit der Maustaste, mit der linken, wählst du dann deine Karten aus und ziehst sie dann aufs Spielfeld. Und was ich immer ganz hübsch finde, ist, dass du, wenn du jetzt jemanden angreifst, kommt dann immer dieser rote Pfeil und kannst dann die bestimmte Karte auswählen oder den Helden des Gegners, den du angreifen möchtest. Das sieht man übrigens auch als Gegenspieler. Das heißt, man sieht, wenn der durch seine Karten flippt, um mal zu gucken, welche Karte könnte man legen oder in welche Karte auf dem Spielfeld er gerade anwählt, was er damit machen möchte und sowas. Ganz cool. Da wird auch links am Bildrand aufgezeichnet, welche Handlungen durchgeführt wurden, also welche Karten gespielt wurden, damit man, wenn man mal nicht aufgepasst hat, auch nichts verpasst. Mit einem Rechtsklick auf den eigenen Helden oder sowas kannst du Emotes auslösen, weil man kann nicht mit dem Gegner chatten, sondern sagt dann irgendwie Hallo oder Whoopsie oder Sorry oder solche Geschichten. Das ist ein bisschen putzig. Die haben dann halt auch alle ihre eigenen Sprach-Emotes. Was ich halt besonders hübsch fand, ist, wenn der Gegner gerade da durch seine Karten geschaut hat und sich nicht entscheiden konnte, was er macht. Das Zeitlimit war in dem Modus, den wir gespielt haben, relativ großzügig. Ich glaube so 2 bis 3 Minuten, bis man ziehen musste. Habe ich dann halt immer an den Kartenrändern rumgespielt und mein Lieblingsgreifen getroffen auf der Sturm mit Karte, der halt den mit dem Kopf den Mauszeiger verfolgt hat und versucht hat, danach zu schnappen. Also das sind so lustige kleine Dinge, die sie da eingebaut haben. Ja, jede von diesen Spielumgebungen hat man auch auf Screenshots schon diverse gesehen. Da gibt es halt immer interaktive Elemente. Also bei der Schlingendorn-Talkarte ist, glaube ich, irgendwo zum Beispiel in einer Ecke so eine Statue, der man irgendwie so ein Rubinauge aus der Augenhöhle kicken kann. Es gibt, glaube ich, eine Karte zum Tal der 4 Winde, wo man durchklicken so ein bisschen Gemüse anbauen und abernten kann an einer Ecke. Lagerfeuer entzünden, so kleinere. Ja, Minispiel ist es ja noch nicht mal. Also kleinere Interaktionsmöglichkeiten. Ja. Wenn man halt mal gerade irgendwie 10 Sekunden vertreiben will, weil der Gegner partout nicht zieht, dann kann man da so ein bisschen rumklicken und lustige Effekte erzielen. Ich erinnere mich immer an Sam, der sich gefürchtet hat, dass Hearthstone zu flashy, also zu bunt und Potzblitz, also zu viele Effekte haben könnte. Das habe ich jetzt, als ich es gespielt habe, nicht so das Gefühl gehabt. Also man kriegt natürlich mit, welche Karte wo was angreift. Dann wird natürlich auch immer angezeigt und die bewegt sich dann kurz dahin und Treffer werden angezeigt und Geräusche gibt es natürlich entsprechend. Aber ich fand das Ganze relativ subtil, ehrlich gesagt. Ja. War schön. Eine Antwort auf die spannendste Frage gab es leider nicht, nämlich wann die Beta denn jetzt genau für alle startet. Nee, Sommer 2013. Können wir euch immer noch nicht sagen, aber es soll immer noch im Sommer TM, bald TM, losgehen. Ja, ich hoffe, es ist kein bald wie im Rahmen des Warcraft-Films, weil da hat ja auch irgendwie vor 2 Monaten oder sowas jemand was dazu gesagt, bald soll es neue Informationen geben. Und ich habe schon gesagt, ja, dieses bald ist bestimmt ein BlizzCon-bald, das heißt in 6 Monaten. bei Hearthstone hatte Stahlfaust auch geschrieben, wann denn die Beta anfängt. Wie gesagt, können wir euch nicht genau sagen. Die Entwickler sagen halt immer noch Sommer. Ja, aber es von dem, was du jetzt gesehen hast, du durftest ja nicht überall rumklicken, aber das Ding ist doch eigentlich, also man kann, ist doch so weit, dass man das veröffentlichen könnte, oder? Man kann diesen Duellmodus spielen. Alles andere, wie beispielsweise die Forge oder das Crafting oder solche Geschichten, konnte ich mir alles nicht anschauen. Ja, aber so von der Produktionsqualität des Spiels her ist das doch bestimmt schon proper. Ja, oder? Doch. Ja. Ich weiß, wie gesagt, die anderen Elemente kenne ich alle nicht. Sie haben uns halt gesagt, ist halt eine Alpha. Alpha-Schmeißer. Für eine Alpha sah es schon ziemlich beta aus, sagen wir so. Stahlfast fragt auch, ob wir ja schon mal Magic Online bzw. ein Sammelkartenspiel im Real Life gespielt haben. Wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, das WoW-TCG haben wir mal gespielt. Ich glaube jetzt länger jetzt schon nicht mehr aktiv. Aber das erinnert doch schon, so wie das Ganze funktioniert, erinnert doch schon stark daran. Da liegen auch noch extrem viele Karten im
zu Hause rum. Ja, wir haben so einen Schrank voll mit Karten. Ja, Magic als Echtwelt-Sammelkartenspiel ist ja mir, wahrscheinlich auch zur Freude meiner Eltern, in meiner Kindheit komplett an mir vorbeigegangen. Yay! insofern war ich da nie so richtig furchtbar drin. Ja. Ist vielleicht auch besser so. Vielleicht. Wer weiß, was du jetzt für Schätze haben könntest an tollen, seltenen Karten und so. Oder was ich für andere Nerd-Schätze nicht hätte, weil ich neue Karten hätte kaufen müssen. Ja. So viel zu Hearthstone. Wir hoffen, dass die Beta dann bald mal anfängt. Aber wie gesagt, so der erste Eindruck macht schon Spaß, ist kurzweilig und ich hätte gern mehr davon gespielt, aber ich wurde ja nach einer Stunde mit Gewalt von meinem Tisch weggerissen. Ja, wie gesagt, wer ansonsten Lust auf neue Sammelkarten, ähnliche Spiele hat, die nicht Magic the Gathering heißen, weil von denen gibt es ja auch diverse Online-Spiele inzwischen. 130.000. Eine aktuelle Version wahrscheinlich, ich stecke da nicht so drin, aber auf alle Fälle kann man das ja auch spielen. Gibt es eben jetzt Scrolls von Mojang. Ja. Würde ich gerne ein bisschen mehr zu erzählen, allerdings habe ich da gestern Abend gekauft, habe ich es aber bis jetzt nur zwei Spiele gemacht, da will ich jetzt noch nicht großartig drüber urteilen, weil da habe ich schlichtweg zu wenig von gesehen. Aber der Ersteindruck nach ungefähr einer halben Stunde Spielen ist schon nett. Ja, aber nett. Kann man nächste Ausgabe... Bis auf den Wolf, der sich nicht bewegen konnte. Nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, beziehungsweise in der Buffed-Show gibt es dann auch... diese Woche noch einen Beitrag von jemandem, der sich dann schon ein bisschen mehr damit beschäftigt hat. Ja. Yeah. Dann gibt es noch ein paar generelle Fragen, die wir beantworten können. Mich wundert gerade, dass die anderen Herrschaften, die von der RPC berichten wollten, hier noch nicht aufgeschlagen sind. Aber gut, nutzen wir die Zeit. Sleepy Slow hat eine Frage zu StarCraft 2. Ach, da sind sie ja. Aber trotzdem stelle ich jetzt die Frage von Sleepy Slow zu StarCraft 2. Das kann die Beantwortung aber vielleicht zu lange dauern. Ist das so? Er möchte wissen, seitdem wir beide unsere Leidenschaft für StarCraft 2 gestanden haben und er nach dem Release von Heart of the Swarm wieder total in seinen Bann gezogen wurde, ist er in der oberen Silberliga und dabei total am Verzweifeln. Ich sag erstmal guten Tag in die Runde an Simon. Hallo. Ich schmeiß ihn einfach irgendwie auf den Tisch. An Marie und an Mayri. Hi. Hallo. Die uns hier gerade beglücken und gleich ablösen. Und Lärm machen. Hey! Voll Simon. Flasche mit Deckel, Flasche ohne Deckel. Schwer zu erkennender Unterschied. Ja. Das ist ja deine Spezialität, ne? Entschuldigung. Wir reichen erst mal darauf, dass ich einfach nur ruhig auf meinem Stuhl sitze. Vielleicht sollte ich die Frage auch einfach lassen. Wir verschieben die auf nächste. Ich glaube auch. Jedenfalls schreibt er laut seinem unwissentlichen Mentor Day9, der ihn ja nicht kennt, aber den Newbie Tuesday Cast verdankt Sleepy Slow relativ viel. Weiß er auch, dass er eine gute Economy hat, also eine gute wirtschaftliche Lage und seine Einheitenproduktion auch ganz gut läuft. Läuft. er spielt übrigens Zerg. Und er ist der Meinung, das funktioniert alles ganz gut. Trotzdem haben die Gegner einfach immer mehr. Und er möchte wissen, ob das in der Silberliga so ist, weil er findet das sehr frustrierend und möchte wissen, wie es uns dabei geht. Außerdem möchte er mal bei Gelegenheit wissen, ob wir eigentlich auch der Meinung sind, dass der Unterschied zwischen den Spielern unter der Woche und am Wochenende eklatant ist. So, ich sage ja, das Problem ist nicht beispielsweise, dass deine Wirtschaft gut ist oder dass du genug Einheiten produzierst. Manchmal hat man halt einfach das Pech, so wie ich, dass man am Anfang von einem Gegner umgehauen wird, weil ich beispielsweise relativ ich bin großer Fan von dem Makro-Game, aber kein Fan von irgendwelchen Early Rushes oder sowas. Na gut, dann ist das Problem aber schon der Fokus auf die Wirtschaft. Ja, also, das Problem ist der Fokus auf die Wirtschaft. Grundsätzlich ist ja der Unterschied, gehe ich am Anfang vor allem auf Wirtschaft, was ja in der Regel heißt, dass man auch eher ein längeres Spiel haben möchte, womit ich nur sympathisieren kann, weil mir Echtzeitstrategiespiele auch keinen Spaß machen, die irgendwie in den ersten 3 Minuten entschieden werden. Ja. Nur wenn ich das mache, bin ich natürlich angreifbar von jemandem, der
extrem auf frühe Aggression aus ist. Und der hat dann halt auch einfach mehr. Und, weil ja. der, die paar Ressourcen, die er abbaut, steckt er halt in Einheiten. Und wenn ich eher auf das Makrospiel fokussiert bin, stecke ich die ersten Ressourcen halt zum Beispiel in eine frühe zweite Basis. Das sieht man auch immer schön an Replays. Also wenn du dir jetzt beispielsweise die Spiele anschaust, die du verloren hast, dann sieht man das halt relativ schnell, wenn du doppelt so viele Arbeiter hast wie beispielsweise der Gegenspieler, der aber ungefähr doppelt so viele... Habt ihr Spaß? Entschuldigung, Simon wedelt hier mit den Armen. Simon wuselt sich vor der etwas ja, dämonisch angeleuchteten WoW-Elfe. Die hat so tote Augen. Das gehört so bei Nachtelfen. Ja, und sie wird vor allen Dingen von unten angestrahlt und das hat so ein bisschen Geschichten aus der Gruft Charme. Aber weiter mit StarCraft. Weiter mit StarCraft. Der Gegner hat dann halt beispielsweise das, was du an Arbeitern hast, hat er dann halt an Armeeeinheiten. Das heißt, du kannst tun und lassen, was du willst. Der wird irgendwann nach 8 bis 9 bis 10 Minuten bei dir vor der Tür stehen, mal kräftig klopfen. Und wenn du das nicht verteidigen kannst, weil du halt zu wenige Einheiten hast, die das können, dann hast du halt verloren. Und das ist halt das Problem, was ich häufig habe, weil ich sehr gerne eigentlich so ein Wirtschaftsspiel spielen möchte. Also, dass sich das dann halt weiter ins Endgame geht oder ins Mitte-Game und nicht halt da reinraschen möchte. Und ich ja, kann mir vorstellen, dass es bei dir eventuell ähnlich läuft. Da muss man in den unteren Ligen auch einfach mit leben. Es sind halt gerade die, gerade in den Ligen ist es, glaube ich, so, dass viele Spieler lieber einfach nur gewinnen wollen, statt zu spielen, wie ich immer sage. Ja. Und dann gibt es halt solche Taktiken. Das ist auch damals das, was mir Command & Conquer generell so ein bisschen kaputt gemacht hat. StarCraft hat, glaube ich, den Vorteil, dass das Matchmaking-System da besser ist. Also, ob man da mal in den höheren Ligen ist, hat man, glaube ich, bessere, längere Spiele, wenn man da Lust drauf hat. Muss man halt ein bisschen durchhalten. Aber entsprechend auch drauf bauen. Das Einzige, was man da wirklich machen kann, ist relativ früh mal gucken, was der Gegner eigentlich macht. Ja. Und dann, man erkennt ja meistens relativ schnell, ob das in Richtung frühe Aggression geht oder nicht und dann eben auch sein Spiel entsprechend drauf anpassen. Anders wird es nichts. Oder man lebt halt damit, dass man gegen solche Leute verliert und hakt es dann halt schulterzuckend ab und macht weiter. Die meiste Zeit muss ich damit leben, dass ich gegen die Leute halt verliere, weil dann scoute ich beispielsweise durch deren Basis und sehe, oh, 2 Gas. Oder ich sehe, oh, 3 Barracks und stelle fest, ja, es ist halt einfach zu viel zu dem Zeitpunkt, zu dem sie mich angreifen. Und wenn sie halt Spaß dran haben, dann, ja, mei. Ich habe daran keinen Spaß. Deswegen fluche ich gerne mal laut in der Gegend herum. Und die letzte Frage war dann noch, ob man einen Unterschied zwischen Spielern unter der Woche und am Wochenende feststellt. Und ich sage ja. Wenn ich sonntags spiele, sind die Spiele meistens etwas cheesiger. Was genau bedeutet das für Spiele? Das bedeutet, dass die Spieler sich dafür entschieden haben, relativ früh auf Angriff zu gehen. Das heißt, nicht viel auf ihre Wirtschaft legen, sondern bei mir stehen und mich platt machen wollen. Und deine schöne Wirtschaft. Und meine schöne Wirtschaft, ja. Das heißt, sonntags Cheese in der StarCraft 2 Fachsprache heißt meistens, ich setze alles auf eine Karte, auf irgendeine meistens auch eher riskante Taktik, mit der ich entweder gewinne oder wenn sie scheitert, habe ich ziemlich sicher das Spiel schon verloren. Also die Übergänge zu dem, was man eigentlich als Rush bezeichnen würde, sind da fließend, aber das ist halt so ein Fachbegriff tatsächlich, Cheese. Ja. Und montags, wenn ich da spiele, sind die meistens so auf meinem Level. Das heißt, nicht... Du bist also ein Montagsspieler. Ich bin kein Sonntagsfahrer, ja. Sondern ein Montagsspieler. Ich bin ein Montagsspieler. Da spielen die Leute mehr... Ich habe den Eindruck, da spielen mehr Leute, die auch Interesse dran haben, halt das Ganze nicht nur nach 8 Minuten beendet zu haben. Weiß nicht, was ist dein Eindruck? Das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Also ich weiß noch, das letzte Mal... als die Finals der World Championship Series in Europa waren am Wochenende, da habe ich ja vor der Übertragung, es war relativ früh, ein paar Spiele gemacht, da hätte ich blank über den Tisch kotzen können, weil die einfach alle nur ätzend waren. Also tendenziell wäre mein Eindruck jetzt auch, am Wochenende sind es halt eher so die Spieler, die Rush, geil, ich bin der Coolste, spielen wollen, aber weiß ich nicht, gibt auch am Wochenende sicherlich genug Leute, die Lust auf andere Spiele haben. Ja. Muss man halt abhaken, wer verliert, verliert man. Was soll's? Wenn man gewinnt, gewinnt man. Ja. Und mit diesen Worten wechseln wir über zu unseren Kollegen, die hier schon fleißig Spaß gehabt haben. Guten Tag. Ein Feuerwerk der guten Laune. Mit Apfelbirne. Ich habe nämlich gehört, ihr wollt ein bisschen von der RPC erzählen. Ja, die RPC 2013, die ist zu Ende.
2013, wir haben 2013, richtig, ne? Wir sind gestern Abend angekommen. Marie, ihr seid ein bisschen später gekommen. Wir warten noch in der geheimen Mission unterwegs, glaube ich. So halb geheim. Wir haben noch einen anderen Dreh gehabt. Und wir wollen berichten ein wenig über unsere Erfahrungen. Ich muss mal kurz fragen, habt ihr schon alle Leserfragen beantwortet? Wir haben StarCraft und wir haben Hearthstone. Die Teso-Fragen sind noch offen. Die Teso-Fragen? Die Teso, aber es geht im Prinzip nur darum, wann die mal einen digitalen, also eine Collector's Edition ankündigen könnten. Ja. World of Tanks könnt ihr auch weglassen, weil... Da blamieren wir uns nur, weil wir sind ja alle keine Panzerfahrer. Da wüsste ich die Antwort, und, aber meine Zeit ist jetzt vorbei, ich verschwinde. Ja, der Kollege Hake, der ist heute zu Hause. Schwerst angeschlagen noch von der RPC. Die RPC. Schön, oder? Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich auf so vielen Hochzeiten tanze auf der RPC, dass ich fast von der Messe nichts mehr mitkriege. Ja. Aber insgesamt war ein guter Eindruck, war eine gute Wahl, es in eine andere Halle zu verlegen, die ein bisschen kompakter war. Und dafür waren mehr Leute da, das heißt, es war immer Trubel. Das war eigentlich ganz gut. Nicht gut, um schnell durch die Menge zu kommen, aber man hatte nicht so das Gefühl, hallo, ist hier noch jemand? Sondern es war richtig gut besucht. Es war ja zum Glück nicht so schlimm wie auf der Gamescom. Also man ist das immer kann man gut, ja nicht vergleichen. Durchgekommen und so. Aber ich habe auch nicht wirklich viel von der Messe mitgekriegt, weil ich die ganze Zeit am BAFT-Stand war. Richtig, wir haben Stand ins geschoben und wir haben die Rechner betreut, auf der ja die Leute spielen konnten. Und was mir da aufgefallen ist, wir hatten ja diverse Spiele vorinstalliert. Also Guild Wars 2 war dabei, World of Warcraft, Dragon's Prophet, League of Legends und so weiter. Und League of Legends, interessanterweise, haben fast alle LOL gespielt. Ja. Ist das nicht krass? Lief eigentlich ständig auf fast allen Rechnern, bis auf unserem Dragon's Prophet-Rechner. Exklusivrechner, genau. Da lief ja nur Dragon's Prophet. Und ich stelle mir da so ein bisschen die Frage, ich gehe auf die RPC, ja? Und dann spiele ich ein Free-to-Play-Spiel an der Spielstation. Spielstation, also ich meine, wir bieten das natürlich auch an, dass man da ein bisschen zocken kann und so weiter und sich ein bisschen die Spiele anschauen. Ja, interessant war ja auch, dass sich Leute sich mit ihren privaten Accounts da eingeloggt haben und einfach mal ein Rundchen gespielt haben. Ja, genau. Und wir hatten ja, wie gesagt, einen exklusiv Dragon's Prophet-Rechner, einfach um euch das Spiel mal ein bisschen zu zeigen. Das ist ja neu von Infernum. Und Runewaker von den Runes of Magic Machern. Und selbst da haben die Leute dann versucht, durch Tricks und Kniffe LOL runterzuladen, was ich immer verhindern musste. Also sorry an alle, wo ich da ein bisschen Spielverderber war. Aber wir wollten natürlich auch, dass ihr ein bisschen was Neues zu sich bekommt. Ne? Ja, war immer sehr lustig. Ne? Es hat meistens keine halbe Stunde gedauert. Dann war das Dragon's Prophet wieder zu und jemand hat versucht, League of Legends runterzuladen. Also eine denkwürdige RPC. David Prowse. Marie. Dave Prowse war da, ja. Dave, seid ihr schon so auf der Dave-Basis? Nein, er selber schreibt immer Dave. Also er heißt David, aber er Dave. Nein. Genau. Einer der heiligen Darth Vader-Dreifaltigkeit. Ja, genau. Der Körper von Darth Vader, könnte man sagen. Vierfaltigkeit eigentlich, wenn man die neue Show dazu nimmt. Ja, gut. Aber für mich ist es schon immer noch Körper, Gesicht, Stimme, die Dreifaltigkeit. Ja. Und Dave Prowse ist halt derjenige, der tatsächlich im Anzug steckte und in der Maske. Und der war da relativ kurzfristig für die RPC an einem Weekend of Horrors Stand. Eine Truppe, die sich, wie der Name vielleicht schon sagen könnte, halt eigentlich größtenteils auf Horror spezialisiert hat, aber auch ein bisschen Fantasy und Science Fiction und so. Und die hatten ihn halt als Stargast da, hat natürlich signiert und sowas. Und wir haben auch ein kurzes Interview mit ihm gehabt. Und was soll ich sagen? Sehr freundlicher, englischer, netter Herr. Ja, ein bisschen kleiner, als ich gedacht hätte. Bitte. Ja, inzwischen. Also er ist ja auch so nie irgendwie die gefühlten 2 Meter groß gewesen, sondern und ihn hat jetzt so langsam ein Leben als Gewichtheber und Fitnessfreak eingeholt. Also der Rücken will nicht mehr und die Knie wollen nicht mehr. Und er ist 78. Also mein Großvater war nicht so fit mit 78 und Dave Prowse jetzt noch. Der konnte immerhin noch zwar halt eben am Stock, ne, aber ist schon durchaus mal zwischendurch über die RPC gewandert. Ich weiß noch, dass Marie meinte, da war gerade ein älterer Herr mit einem Star Wars T-Shirt. Ich habe gesagt, der Opa hat ein Star Wars T-Shirt an. Ja, ich kann den nicht. Und Marie wirft mir einfach so einen entsetzten Blick zu, so. Du kennst ihn nicht? Nein, kannte ich nicht. Wer jetzt vielleicht nicht langjähriger Star Wars Freak ist, der weiß nicht unbedingt, wie Darth Vader eigentlich unterm Helm aussah, aber. Ja. Nee, war relativ cool. Olli natürlich als Star Wars Fanboy hat dann sich auch noch mit von einem Bein. Mehr oder weniger, ja, der ist irgendwie von einer World of Tanks Präsentation dann mit so einem leichten Kondensstreifen rüber zu dem Stand und hat dann auch noch ein paar Fragen gestellt in dem Interview. Aber es war halt nett, der
Habt ihr denn also irgendwelche sagen, Sachen halt erfahren? Profi, ne? Ja, absolut. Haben wir was erfahren? Was, also ich wollte halt ein paar Sachen bestätigen, die ich vor ewigen Zeiten, weißt du, so als es das Internet noch nicht so groß gab und man sich wirklich auf Fan-Club-Zeitschriften und sowas verlassen hat, ein paar Sachen, die ich damals gelesen hatte, habe ich ihn halt nachgefragt, ob das zum Beispiel stimmt, dass er mit der Schauspielerei überhaupt erst angefangen hat, weil sie jemand sehr, sehr starken brauchte, der auf einer Bühne den Tod spielt und eine Leiche hochhebt und wegträgt. Und stimmt, oder? Ja, hat er dann auch noch mal erzählt, so dass er ihn dann irgendwie unter sich unter den Arm geklemmt hat, mehr und gesagt, wo soll ich ihn hinlegen? Und darüber hat er den Eintrag gekriegt in der Actors Guild. Das ist ja alles relativ komplex in England. Und dann konnte er gebucht werden auch für andere Filmprodukte und ist dann im Endeffekt so auch bei Star Wars gelandet. Die haben sich ja großzügig bei englischen Darstellern bedient. Ja, und Sir Alec Guinness beispielsweise. Ja. Und ja, also wie gesagt, war ein sehr angenehmer Termin. Wir haben halt ein bisschen rumgealbert. Olli hat natürlich dann auch sehr spezielle Star Wars-Fragen gestellt. Und irgendwie, was sehr putzig war, aber auch irgendwie ein bisschen traurig war, er hat halt viel gehustet. Und er meinte irgendwann dann so, ja, er hätte halt eben diesen Husten schon länger. Und als er in den USA losgeflogen ist, hat er sich da eine echt tolle Medizin gekauft, die er frisch entdeckt hat. Und dann hätte er eingecheckt, sie hätten das Ding genommen und in den Mülleimer gepfeffert. Das ist halt Darth Vader, ja. Und man nimmt Darth Vader nicht einfach irgendwas weg. Ja, er stand da und so, sie haben mir meinen Hustensaft weggenommen. Ich hatte so einen interessanten, surrealen Moment mit ihm. Und zwar, es gab ja auch die RPC, oder RPC vielmehr, die RPC Fantasy Awards. Mari, du hast das Ganze ja moderiert auf der Hauptbühne. Und ich habe mit Nico, unserem Kameramann, habe ich noch einen Tisch rübergetragen für diesen Award. Wir waren hinter der Bühne, kurz vor dem Auftritt von David Prowse. Und da stand halt David Prowse da mit seiner Krücke und neben ihm stand halt so ein Fake Darth Vader und ein paar Cosplayer und so weiter. Und es gab so einen wunderbaren Moment, wo David Prowse so über seine Mannschaft da geguckt hat und den Darth Vader angeguckt hat. Und dieses Gesicht, da war so eine Mischung aus Belustigung, Trauer, Nostalgie und so weiter. Und dann guckte er auf den Boden und schüttelte einfach nur den Kopf. Und dann stülpte er sich auf die Bühne. Das aber dann ja voll Profi, ne? Klack, ja, klar. Licht an und so. Wir hatten ihn auch gefragt, wie das überhaupt ist. Also ich stell mir das ja irgendwie total strange vor. Das hast du vor 30 Jahren oder länger irgendwann mal gemacht. Ja. Und überall laufen Leute rum mit deinem Kostüm. Mhm. Und es ist ja, und er meinte so, ja, es verschwimmt für ihn alles so zu einem Einheitsbrei. Überall gibt es einen Darth Vader, der rumläuft. Ja. Er hat schon Tausende gesehen. Aber es ist ja so, dass diese richtig offizielle Sturmtruppe, die 501., die es weltweit gibt, die oder da organisiert ist, ihn offiziell als Commander-in-Chief hat. Das heißt, auch überall, wo er hingeht, sind dann Star-Wars-Fans in Kostümen, die vor ihm salutieren. Ja, das ist halt der echte Darth Vader. Fühlt sich dann zu Hause. Nee, das war relativ cool. Ja. Sehr denkwürdig, den mal gesehen zu haben. War eine schöne Vorbereitung jetzt. Demnächst dann die Star Wars Celebration. Mal schauen, was wir da noch für Interview-Slots abklären können. Ist er auch da? Nein, der Dev Prowse ist da nicht da. Das hat natürlich eine Menge Hintergrund, weil er hat sich ein bisschen mit George Lucas überworfen oder George Lucas mit ihm damals. Es geht um Geld, richtig? Nein, es ging um Spoiler. Um Spoiler? Dave Prowse hat angeblich, soweit die Geschichte läuft, irgendwelchen Leuten erzählt, ja, und dann Darth Vader Lukes Vater. Zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Aber war das nicht so, dass er es selber nicht wusste? Als sie es gedreht haben, wusste er es selber nicht. Sagte auch, er hat keine Ahnung mehr, was damals im Skript stand, aber ihm haben sie irgendwas ganz anderes gesagt. kein Schimmer, was da tatsächlich dann hinterher rumkam. Also das wussten wohl zu dem Zeitpunkt nur Mark Hamill, damit er auch mit der passend reagieren kann. Und dann halt eben James Earl Jones, als er es vertont hat. Aber genau, ja. Ich glaube, er hat gesagt, Obi-Wan hat deinen Vater umgebracht. Das ist das Gerücht, haben wir ihn auch gefragt, aber er meinte, er kann sich nicht erinnern. Es war irgendwie nichts Besonderes, das ihm im Gedächtnis geblieben wäre. Viele wissen nicht, dass David Prowse in Clockwork Orange mitspielt, dem Stanley Kubrick-Film. Da spielt er diesen Bodyguard von diesem, von diesem Haus, wo dann hier die, wie heißen sie nochmal, die Droogies, dann den Typen da zusammenschlagen. Und er war in ein, zwei Frankenstein-Filmen, war er das Monster. Passt ja dann auch noch. Der gebraucht sehr denkwürdig. Was ist noch passiert? Also mir wird in Erinnerung bleiben, diese Pizza. Die furchtbare Pizza. Die furchtbare Pizza. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Wir haben ja beim Aufbau eine Pizza bestellt und die hat 200 Stunden hat's gedauert, bis sie kam. Seine und was da kam, war ein unglaublich. Ja, 2,5 Stunden und dann haben sie den Pizzalieferanten nicht reingelassen. Unten, wir mussten dann noch extra runterlaufen. Vorher hat er uns noch angerufen, weil er das richtige Tor nicht gefunden hat und da irgendwie 5-mal um die Messe gefahren ist. Ja, und dann haben wir dann die Pizza da, die Pizzalappen da. Die Pizzalappen und er sagte dann 45 Euro und ich sagte, wie bitte? Und hat dann 45 Euro für die schlechteste Pizza meines Lebens. Offiziell auf der RPC die schlechteste Pizza, aber wir haben sie komplett aufgegessen, weil wir Hunger hatten. Ja, eine Show hatten wir, natürlich. SK Gaming war da. Ja. Tolle Show gemacht. Wir hatten verschiedene, wir hatten League of Legends natürlich. Eine Live-Geschichte. SK Gaming hat League of Legends gespielt. SK Gaming. Stimmt schon. Wir hatten ein World of Warcraft Live Raid. Genau.
Die haben den Lei Shen haben sie. Genau. Ja, zumindest den einen Tag war es Lei Shen, den anderen war ich zu dem Zeitpunkt nicht am Stand, aber ich nehme an, sie haben zweimal. Ich war da gerade wahrscheinlich am Energy Drinks ausgeben. Ja. Wir hatten unzählige Energy Drinks. 2000, da waren Teams mit Code drauf. Ich hoffe, ihr habt den noch alle eingelöst. Und war noch Neverwinter? Hatte ich schon gesagt. Neverwinter war da. Ja, Guild Wars 2. Neverwinter hat ausführlich die Foundry vorgestellt. Das war immer einer, wie soll man das sagen, einer der anspruchsvollsten Vorträge, weil er halt eben dann auch viel Technisches gezeigt hat. Aber ich fand es sau cool, weil man wirklich eine Menge damit machen kann. Also es war ziemlich geil. Er hat da dieses eine Dungeon gezeigt, das er selber gebaut hat, wo die einzelnen Teile mit Teleportationsplattformen verbunden sind und wie die Bossmechaniken da funktionieren, dass er selber halt, dass man dann selber dann wirklich eingeben kann, wer wann, wie, wo, was macht. Das ist echt klasse, ja. Weil die ersten Foundry-Missionen, die ich ja gespielt habe zu Neverwinter, die waren noch relativ basic, ne? Ja, das waren so kleinere Dungeons. Nicht besonders spektakulär. Es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen. Und natürlich nicht zu vergessen, Dragon's Prophet war auch da. Der Flo Emmerich hat das vorgestellt, Ex-Buff-Kollege. Und erstmal ein herzliches Dankeschön nochmal an alle, die bei uns am Stand waren, die sich die Show angeschaut haben und die Hallo gesagt haben. Wir konnten ja mit einigen von euch plaudern. Ja, man viele nette Leute da, vor allem auch welche, die halt letztes Jahr schon da waren, sich mit mir über irgendwelche Spiele unterhalten haben. Ich fand das super, dass sie wieder vorbeigekommen sind. Und ich war ein bisschen stolz auf mich, dass ich sie wiedererkannt habe. Ich habe ja sonst nicht so mit Gesichtern. Nee, doch, war echt schön. Ja, also wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder da. Vielleicht dann in einem anderen Hotel. Weil das war ja. Oh ja, wir müssen noch ein paar Hotel-Stories auspacken. Unser Zimmer war okay. Wir waren auch auf einem anderen Stockwerk. Wir waren auf einem anderen Stockwerk, wir hatten das Problem, dass. Also, wir sagen jetzt nicht, dass wir den Hotel Namen, weil. Also, erstmal schöne Grüße an den Concierge, der sieht aus wie Matti Sandquist von der Games Aktuell. Also, wirkt genauso. Ich dachte erstmal. Wir haben ihn auch gefragt, ob er Finne ist, aber. Finne ist, ja. Der hat seinen Job wirklich ganz gut gemacht. Das Problem war einfach in diesem Hotel, das ja ein Hotel der höheren Kategorie war. Das heißt übrigens nicht, dass Spieleredakteure immer in den höheren Hotels logieren, sondern das war einfach nur Zufall. Aber abends, als wir von der Messe nach Hause kamen, der Rauch in dem Zimmer immer so, als wäre die Kläranlage übergelaufen. Hat das vielleicht was mit dem Hochwasser schon zu tun gehabt? In Köln? Nee, zu dem Zeitpunkt kann das noch nicht gewesen sein. Nee, zwar noch nicht. Also. Es war jedenfalls ziemlich widerlich, ne, in so ein frisch geputztes Zimmer zu kommen und es riecht halt erstmal, als steht man neben der Kläranlage, ne? Ja, ich dachte, wir hätten schon irgendwas falsch gemacht und die sind zwar irgendwie was in das Bett gesetzt oder so, aber das ist halt nicht passiert. So Gott, und, das Reinigungsteam war schön da und das Bett richtig, gekackt hat. Nee, war nicht so. Aber es roch trotzdem furchtbar und darf eigentlich nicht so sein. Und dann hatten wir noch das Problem beim Frühstück. es gab keine Salzstreuer. So Gläser gab's. Ja, mit Löffelchen drin. Ja. Und, ich glaube, da haben ein paar Leute das verwechselt mit dem Zucker oder was ist passiert. Und es gibt noch eine schöne Anekdote vom Frühstück, aber die erzähle ich jetzt nicht. Ja, nein, die kann ich gerne erzählen. Wir haben einen Stuhl zusätzlich an den Tisch gestellt, damit ich auch noch irgendwo essen konnte. Und beim Aufstehen bin ich gegen so einen bescheiden positionierten, riesig, ne? Die so zwei Meter groß gefühlt. Hat aber eine Plastikpalme drin. Oder also ein riesiger Blumentopf. Und der fiel dann um und hat knapp zum Glück den Kollegen von Kaspersky verfehlt. Und ich war so entsetzt, dass ich nicht mal irgendwas sagen konnte. Und bevor mir dann klar wurde, dass ich mich vielleicht entschuldigen könnte, waren sie weg. Dann bin ich hinterher auf der Messe hinterher gelaufen. Das tut mir leid, ich habe eine Blume auf euch gebracht. Der Axel von Kaspersky, der meinte, so beim Rausgehen auch zu mir, guckte mich völlig ergeistert an. Jetzt bin ich wach. Und oh Gott, und ich bin... Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe echt immer Schiss, auf eine Bühne zu gehen. Und wegen diesem Fantasy-Award war ich furchtbar nervös, ja, klar, und habe dann halt auch schon echt mies geschlafen. Und das schlägt mir dann auf die Stimmung und den Magen und was weiß ich, was alles. Ich stehe auf und dieses Ding fällt um und ich denke mir, scheiße, jetzt hast du das kaputt gemacht. Und am besten noch irgendjemand den Kopf mit der Plastikpalme ab. Der Schrei war also das war für mich echt ein Urschrei. Ich habe gedacht, da hat irgendwas explodiert. Oder so, dachten jetzt, oh Gott, also ich habe, glaube ich, sehr beeindruckend gekrischen in dem gekrischen. Moment. Gekrischen. Ja. Ja, aber ansonsten gibt's eigentlich, war es eine sehr schöne Messe. Der Mittelaltermarkt hat mir auch sehr gut gefallen. Es gab leckeres Essen. Leckeres Essen gab es, auch für Vegetarier. Nicht wahr, Frau Bayer? Ein gutes Angebot, ja, auf jeden Fall. Aber es war natürlich wieder sehr, sehr teuer, ne? Messepreise halt. Ja, das ist ja normal. Für so einen Entenkeule gegessen. Käsefladen für 5 Euro. Aber lecker, ne? Ja, war lecker. Ja. Der Falafel-Typ war gut, außen. Ja. Und generell, Sie haben es ja ein bisschen anders aufgezogen diesmal. Sie haben die Spielrunden, die ja auch dazu gehören, gänzlich in eine andere Halle verlegt. Das heißt, man hatte eine Halle, in der sämtliche Stände waren und wo es auch laut und Trubel war. Und die Leute, die zocken wollten, die hatten dann eine andere Halle, wo sie halt relativ, laut ist es dann da auch, wenn alle durcheinander reden, aber die dann trotzdem ein bisschen in Ruhe und ohne, dass ständig irgendwelche Leute da zwischendurch hetzen, da zocken konnten. Und unterschiedliche, wurden natürlich haufenweise irgendwelche Demo-Runden und dergleichen angeboten.
Das war auch ziemlich cool. War es gut besucht, weil ich habe es tatsächlich geschafft, kein einziges Mal da runter zu gehen, weil ich so viel zu tun hatte. Ich habe einen kurzen Blick drüber schweifen lassen, aber da war immer was los, ja. Immer was los, ja. Also klar, das ist natürlich auch ein wichtiger Part. Also ich denke, bei wir mit BAFT konzentrieren uns dann doch schon eher auf den digitalen Part der Roleplay Convention. Aber es ist natürlich halt auch einer der größten Veranstaltungen für die ganzen Pen-and-Paper-Rollenspielverläge, für viele Indie-Projekte auch, die dann da sind in der Richtung LARP und grundsätzlich Gesellschaftsspiele, die dann halt eben damit zusammenhängen. Einer der großen Rollenspielverläge, Pegasus, macht ja auch ganz viel Kartenspiel und sowas alles. Und die waren alle da, gab es auch teilweise echt coolen neuen Kram. Ich weiß nicht, ist das jetzt zu nerdig? Eins wird, glaube ich, jemand noch sagen, Shadowrun. Ja. Ne, Shadowrun 5 kommt, die fünfte Edition. Mit der vierten haben sie sich ein bisschen das vergrault mit der Community, also zumindest mit mir. Und ja, es hat sich halt das Feeling der Welt halt erstmal stellvertretend für die Community. Ich weiß, dass es auf jeden Fall vielen anderen auch so ging, dass da halt eben ein paar Änderungen von der Welt und von den Regeln, die da drin waren, die nicht jedem gefallen haben. Und jetzt wird da nochmal überarbeitet und dergleichen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben wir uns da den in Deutschland den leitenden Menschen geschnappt, den Tobias Hammelmann, Tiger, und hat uns ein bisschen was dazu erzählt, wie sich die Regeln ändern, wie sich die Welt ändert und halt eben auch, dass sie durchaus darauf eingehen, dass mit Shadowrun Online ja jetzt da auch wieder noch ein anderes Angebot da ist. Das heißt zum Beispiel, werden auch Quellenbücher rauskommen, die normalerweise in Deutschland jetzt nicht so ein großes Interesse nach sich ziehen würden, die aber halt eben damit in Verbindung stehen, wie halt das Boston-Buch, das die Stadt näher vorstellt in dem Setting. Das war relativ cool. Dann gibt es was Neues namens Splittermond. Das wird so ein neues Mainstream-Fantasy-Rollenspiel. Da haben sich auch echt eine Menge Leute für interessiert. Das ging ziemlich weg. Und dafür in den beiden gab es auf jeden Fall Schnellstarter und das waren so zwei der Sachen, die eine Menge Aufmerksamkeit also auf sich gezogen haben, was die Pen-and-Paper-Sache angeht und die ich auch sehr interessant fand. Ja, und natürlich rumlaufen, schauen, ob man irgendwo noch ein älteres Regelwerk oder sonst wie abgreifen kann, das es sonst fast nicht mehr gibt. Und ja, also für Sammler auch eine tolle Sache. Ja, klar. Und es gibt natürlich auch Tabletops, die ganzen X-Wing-Sachen und sowas alles. Und halt auch dann viele Leute, die eine Backlist haben, bis was weiß ich wo man dann alte Veröffentlichungen und dergleichen noch kriegt. Also richtig schön gesunde Mischung, alles Fantasy- und Rollenspielmäßig. Cosplay war natürlich auch wieder Unmengen am Start. Einige richtig schöne Exemplare. Das Cosplay habe ich gesehen, das Pony war super. diese Fauns, wir hatten mal kurz drüber gesprochen. Ja, beziehungsweise Satyre. Satyre. Mit den geknickten Beinen. Mit den geknickten Beinen. Relativ cool. Und die Kindsoma-Frau, die war auch klasse. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht. Ja, aber da kann man jetzt nichts, da kann man nicht weiter ausmachen. Also, ich muss sagen, cool fand ich auch die ganze Horde Mandalorianer, die einmal so Mandalorianer durch mehrere tausend Jahre Entwicklung irgendwie hatten. Der erste, der so aussieht wie Dovahkiin Mandalore mit Hörnern am Helm und allem noch. Ja. Dann waren drei Mädels da, die Togruta dargestellt haben. Hier diese rothäutige Star Wars Rasse mit Hörnchen und Tentakeln am Kopf. Ja. Die sahen super aus. Und die Wookies. Und die Wookies waren klasse. Ein Wookie, der 3 Meter groß war. glaube ich. Und wir haben natürlich Video davon auf buff.de veröffentlicht. Also Cosplay-Videos, wir haben auch Fotos auf Buff und auf Facebook und so weiter. Also da könnt ihr noch ein paar schöne Impressionen finden. Wir haben das Interview mit David Prowse online. Wir haben Olli hat mit Ocelot gesprochen. Das ist ja einer von SK Gaming, ein sehr erfolgreicher LoL-Spieler. Wir haben mit Teso ein Interview mit, wie heißt der nochmal? Sage. Paul Sage. Das war auch so eins meiner Highlights, muss ich sagen. Ja. Also wir hatten eine Live-Schalte mit Paul Sage, für den das halt sonntags morgens war. Was weiß ich, wie viel Uhr, ja. Und der halt eben dann mehr oder weniger gemütlich vor seinem Rechner im Wohnzimmer saß und mit uns geplaudert hat. Und wir hatten ja vorher schon Community-Fragen gesammelt. Und dann vor Ort auch noch Leute, die da waren, halt Fragen stellen lassen, bis keine mehr übrig waren. Und das war halt relativ cool. Ich habe dann den Simultanübersetzer für Olli gemacht, mehr oder weniger. Und keine Ahnung, ich mag das halt gerne, weil meistens dann die Amis und gerade halt eben die in den höheren Chargen und dergleichen, die sind halt cool, die sind da gelassen und die machen sowas dann halt auch gerne. Und dann läuft das auch. Das war sehr schön, ja. Nur eins hat gefehlt. Wisst ihr was? Zamm. Ja. Zamm konnte dieses Jahr nicht dabei sein. Wir haben ihn alle schmerzlich vermisst und auch ihr habt ihn schmerzlich vermisst. Und nächstes Jahr schlafen wir dahin. Genau. Wenn er bei uns unter dem Bett schlafen muss. Ja, also nach Zamm wurde. Bei Olli war ja noch ein bisschen Platz im Zimmer, vielleicht Genau, ja. Ja, aber RPC nächstes Jahr machen wir es wieder, oder? Was meint ihr? Ich wäre dabei.
jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich habe so schlecht geschlafen und so wenig. ja, aber natürlich. Zumindest schlank dein Zimmer nicht, ne? Da. Ja, gut. Aber hattet ihr auch so eine lächerlich laute Uhr im Zimmer? Nee. Das ist, wir hatten aber keinen Schrank. Ja, genau, sowas. Wir hatten so eine TV-Schrank-Konsolen-Ding und da war auch eine Uhr eingebaut, die also gefühlt mit der Lautstärke eines startenden Düsenflugzeugs die ganze Nacht durchgetickt und getackt hat. Und wenn man dann eh schon nicht besonders gut schlafen kann, dann liegt man dann eher. Furchtbar, ne? Und konnte man das nicht irgendwie die Batterien ausmachen oder so? Ich weiß nicht, dafür glaube ich den Schrank ausgehen gehabt, ne? Ja, und wir hatten ja diese schrulligen Wasserhähne, ne? Wir hatten die schrulligen Wasserhähne und dafür keine Seife. Und dann kam auch noch dazu, dass Sat.1 da jeden Abend irgendwie eine Reality Sendung gedreht hat mit irgendwelchen Leuten, die vor der Tür dürfen nicht sagen, haben. Was es ist. Nein, aber sie haben eine ganze Rugby- oder Football-Mannschaft ja. Mit Cheerleadern da gehabt. Das also Reality direkt nebenan und immer wenn wir kamen, was ich ja gut fand, abends wurde gejubelt. Ne? Eigentlich haben sie gedreht und wenn wir da völlig halb tot von halb zehn von irgendwelchen von der Messe dann kamen, dann wurde dann nochmal gejubelt. Und ja. Aber es war schon irgendwie seltsam, dann den einen Abend saßen wir ja noch kurz zusammen in der Hotellobby und dann saß bei uns dieses absolute Nerd Zone, ja, die sich darüber gehalten hat, was auf der Roleplay-Convention den Tag gelaufen ist. Im nächsten Raum saß so Orte Footballspieler. Und gegenüber haben drei Cheerleader auf so einer Couch geschlafen, ne? Ja, oder zwischendurch posiert für Fotos in ihren Pom-Poms. Also sehr surreal. Sehr denkwürdig, RPC, wie gesagt, Nachlese findet ihr auf buffed.de in Videoform und Fotos und allem drum und dran. Und wir haben, glaube ich, noch hier Leserfragen offen. Ich bin auch total fertig. Weil wir sind ja gestern Abend, seid ihr gestern Abend heimgekommen? Oh, es ist sehr, sehr spät, oder? Also hier angekommen sind wir tatsächlich schon um 6 Uhr nach dem Dreh, aber dann mussten wir natürlich alles noch nachbereiten. Nachbereiten und schneiden. Also ich glaube, Nico, der hier Videoredakteur-Mensch, ist um 11 Uhr. Glaube ich. Da kam seine letzte Mail, glaube ich. Ja. Kurz vor 11. Und dazu muss ich sagen, dass wir um 7 losgefahren sind in Köln. Es war ein langer Tag. Ja. Nee, wir waren dann ein bisschen früher da und. Also sind 7 morgens schon losgefahren? Ja, klar. Ja, krass. Wir mussten ja relativ früh dann bei einem Dreh sein und egal. Ja, wir haben noch zum Beispiel irgendwie Teso-Fragen. Zu Teso können wir noch mal kurz sprechen. Und zwar. Mag das nicht mal vorlesen, weil ich verlese mich auch bestimmt. Denn. Bei meiner heutigen Frage drehte sich um Teso. Wäre es nicht langsam an der Zeit, eine offizielle Vorbestellerbox zu präsentieren? Also ich meine damit von einer normalen bis zur Collectors Edition, beziehungsweise das alles als digitaler Download. Was für Inhalte sind in der Standardbox vorhanden und welche besonderen Gimmicks sind in der Special Edition mit dabei? Das gleiche gilt auch für das digitale Angebot und ich meine nicht so wie bei Amazon, sondern schon detailliert. Diese Frage stelle ich, weil die Entwickler von Teso ja noch immer behaupten, dass es dieses Jahr noch erscheinen soll, was ich persönlich zwar nicht glaube, aber ich würde Bethesda nicht anhand von Vorbestellern schon mal einen Indikator und Interessenten ausmachen, auch im Blick auf ihren Megaserver. Ja. Naja, also ich glaube, die haben noch ein bisschen was anderes im Kopf als die Planung der Special Edition. Aber wenn sie es tatsächlich rausbringen, dann dieses Jahr noch, dann sollten sie das natürlich schon auch planen. Gerade wenn es eine Collector's Edition gibt. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es zu The Elder Scrolls Online eine Collector's Edition geben wird, weil das wäre ja doof, wenn man das nicht. Ich bin mir aber noch nicht so wirklich sicher, ob sie das noch schaffen, dieses Jahr das Spiel rauszubringen. Sie behaupten ja. Das haben wir ja neulich gelesen. Es soll noch 2013 kommen. Also den aktuellen Stand, den wir da jetzt gesehen haben von Teso, da ist noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Aber wir wissen ja auch nicht, ob wir wirklich den aktuellen Stand deswegen zu sehen bekommen. Deswegen sollen wir das Spiel fertig machen und dann sich Gedanken zur Collector's Edition machen und lieber bugfrei. Ja, also was da drin ist, da kann man ja spekulieren. Das wird bestimmt wieder irgendein Hardware-Goodie sein. Also das kann eine Statue sein oder ein USB-Stick. Oder ein Artbook. Oder ein Artbook, denke ich, ist vielleicht ausgemachte Sache. DVD mit Making-of. Ja. So Soundtrack. Mögt ihr nicht Artbooks? Ja. Ja, finde ich das mag gut? Das gern, ja. Also gerade das von Guild Wars fand ich super. Mhm. Also ich habe festgestellt, ich blätter die einmal durch und dann nie wieder. Weil die immer alle gleich aussehen. Ich finde das einfach schön. Das kann man so im Regal stehen. Ich schaue gerne schon mal wieder rein, auch wenn ich mir für irgendwelche anderen Projekte Inspiration suche. Okay, das ist natürlich, wenn man es als kreativen Quelle nutzen möchte, dann ist natürlich richtig. Also ich habe schon eine kleine Sammlung in meinem Bücherregal stehen, unterschiedlichste. Ja. Dann gibt es bestimmt wieder die obligatorische DVD mit Hintergrundberichten und Extras Trailer, und so weiter, Trailer, so ein Kram und sowas und bestimmt dann wieder irgendwelche. Das Übliche halt. Digital Goodies. Oder so USB-Sticks mit irgendwelchen Sachen drauf. Das sind ja jetzt auch irgendwie so Mode. Schon seit Jahren. Ja, ich bin immer ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also, um die Frage wirklich zu beantworten, wir haben keine Ahnung. Also, angekündigt haben sie noch nichts, aber wir können ja mal nachfragen, wenn wir das nächste Mal mit den Entwicklern sprechen.
Das wird zur E3 sein. Ich glaube, auf der E3 sind wir da und sprechen dann mit den Entwicklern. Übrigens auch E3, das ist ja schon nächste Woche, ne? Ja. Oh je. Mario hat schon ja, weil das ist nämlich der nächste Termin. Ich hoffe, das Hotel ist dann besser. Ja, keine Ahnung, das werden wir sehen. Ich freue mich schon total auf den Jetlag. Ist mir furchtbar, ne? Ja, ich krieg den auch ich werde den vor allen Dingen auf der Messe haben, weil ich krieg den, wenn ich nach Westen fliege. Frag mich, also irgendwie komme ich mit der Art von Zeitverschiebung aber weniger klar als in die andere Richtung. Und sowas. Ja, also bei mir ist das so, ich werde. Nein, wenn ich von hier aus nach Westen fliegen ach so, würde. Ja, verstehe. Beziehungsweise und halt eben mit der. Ja. Egal. Egal. Mit dem Tag mit Fliegen vertrage ich nicht so gut wie dagegen. Ja. Und da wird es dann natürlich auch verschiedene Berichte geben bei uns auf der Webseite. Wir haben ein paar Termine, die sicherlich für euch auch interessant sind. Alle dürfen wir noch nicht verraten. Und dann haben wir unter dem Stichwort Endgame noch eine Frage, wo leider aber nicht dabei steht, von welchem User. Und die bezieht sich auch teilweise auf Teso und auf Wildstar, was beides ja auch noch auf der RPC jetzt präsentiert wurde. Und gerade bei Teso haben wir sogar ein paar Fragen dazu gestellt, die passen. Hat sich euer Spielverhalten speziell im Endcontent in den letzten Jahren verändert? Während ich früher jeden Raid möglichst schnell klären wollte und alles getan habe, um das bestmöglichste Gear zu bekommen, sind es inzwischen Dinge, die mich nicht mehr interessieren. Es nervt mich, dass es in fast jedem großen MMO nur noch um das Abfarmen von Dailies und Raids auf allen möglichen Schwierigkeitsstufen geht. Wer macht denn gerne jeden Tag, Woche dieselben Quests, Raid-Bosse und so weiter und so fort? Ich habe dafür gar nicht die Zeit. Ja, geht mir genauso. Also früher war ich natürlich auch so, also gerade so zum Beginn von WoW und dann auch mit den ersten Add-ons und so, dann wollte man natürlich möglichst schnell in Progress-Gilden irgendwie was fertig kriegen. Irgendwann habe ich festgestellt, es kostet mich zu viel Zeit und ich muss dann nicht mehr spielen, du musst ja dann nicht mehr spielen, du hast dann deine 3 bis 4 Tage in der Woche, da bist du dann abends dabei, da musst du das machen. Ja, Leute verlassen sich halt darauf, dass du dabei bist und das machst. Und dass du dich auch vorbereitet hast und zwischendurch schon alles, egal. Und irgendwann kam es halt ein bisschen oft vor, dass ich dachte, ja, eigentlich habe ich heute Abend überhaupt keinen Bock. Ja. Und dann habe ich gesagt, warum spiele ich das eigentlich? Um Spaß zu haben. Dann habe ich überlegt, ja, aber gut, dann ist ja da ein Widerspruch, weil ich spiele es jetzt gerade und habe keinen Spaß. Und ein Spiel ist so dazu da, um Spaß zu haben. Gut, bei uns natürlich, manchmal müssen wir Spiele spielen, die wir auch, wo wir keinen Spaß haben, einfach darüber berichten. dann habe ich aber gesagt, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und die Probezeiten bei mir sind eigentlich lange vorbei. Ja, bei mir auch. Also ich lasse das da alles ein bisschen ruhiger angehen heutzutage und ich lasse mir da auch Zeit und ich muss jetzt nicht mehr unbedingt unbedingt, also wenn ich jetzt privat was spiele, ganz schnell ganz vorne mit dabei sein und die Sachen fertig kriegen und dann lasse ich mir halt auch schon mal ein paar Monate Zeit damit hin. Ja. Um also Raid-Sachen und Dungeons durchzuspielen. Der Weg ist so ein bisschen das Ziel und ich bin ja auch überzeugter Twinker. Ich mache das gerne. Ich spiele dann manchmal andere Gebiete, wenn ich die Auswahl habe und so und queste gerne mit anderen Leuten und quatsch ganz gerne mit anderen Leuten, aber ich muss jetzt eine Instanz nicht in der ersten Woche sofort. Wobei ich aber gut verstehen kann, dass jemand, der nun wirklich richtig viel Zeit in das Spiel investiert und gerne auch weiterhin Content hätte, dann tatsächlich ein bisschen auf dem heute wieder dieselben 5 Stationen anlaufen. Ich glaube, das brauche ich niemandem erklären, warum das frustriert. Warum das frustriert, klar, aber ich meine, was will man denn machen? Also, man könnte jetzt natürlich noch so 800 Entwickler einstellen und ganz, ganz viele verschiedene andere Dinge noch tun, die man machen kann, aber das MMO-Genre hat halt auch Grenzen. Mhm. Und das Spielprinzip hat halt auch Grenzen. Es gibt ja genug Nebenbeschäftigungen, es gibt ja Sachen, die man machen kann, wie Angeln und so ein Kram. Oder halt in Rift das Artefakte sammeln, das habe ich ja immer sehr gerne gemacht. Und in Rift gerade die Erfolge, weil find mal einen von den sehr seltenen Gegnern, bevor ihn jemand anders umgebracht hat. Ich habe bisher kaum Erfolg gehabt, also mir fehlen noch so viele auf meiner Liste. Außerdem zu schnell ist ja auch nicht gut, ne? Also man muss halt auch sehen, so wie teilt sich denn jetzt die Community und die Leute, die halt wahnsinnig viel Zeit zum Spielen haben, die sind halt einfach nur in der Minderheit, ne? Die meisten Leute spielen halt ihre paar Stunden in der Woche, ne, und machen halt nebenbei noch was anderes. Und ich weiß es nicht, ich habe da keine Zahlen, aber im Guild Wars Forum und sowas liest man halt oft schon, was ja eigentlich sehr paradox ist, ja, ihr bringt den Content zu schnell, weil der verschwindet ja meistens wieder jetzt gerade bei den Updates mit der lebendigen Geschichte, dass die Leute sagen, ich komme gar nicht hinterher, ich kann die Sachen gar nicht machen, weil ihr so schnell neues Zeug nachliefert. Ich finde so sehr paradiesische Zustände bei Arena. Ich fand das auch immer sehr frustrierend bei MMOs, dass Content verschwindet. Also gerade wenn du später einsteigst in ein MMO, zum Beispiel, wenn ich jetzt anfangen würde, Guild Wars 2 intensiv zu spielen und dann irgendwie mitkriege, Mensch, jetzt habe ich aber richtig geile Sachen verpasst und kann die auch nicht nachholen. Ja gut, die kommen ja normalerweise dann, also jetzt mit der lebendigen Geschichte nicht, aber die anderen Events kommen ja wieder. Also guck mal, bei WoW ist das beste Beispiel, WoW Prä-Kataklysmus gibt es nicht. Nie wieder, vielleicht auf irgendwelchen verbotenen, illegalen Privatservern. Ja, weißt du, wer zu spät kommt, ne? Also ich finde nicht, dass man da irgendwie... Ich finde das doof. Ja.
Machen wir mal weiter. Anknüpfend an Frage 1, wie denkt ihr, wird der Endcontent in Wildstar und Teso aussehen? Wird es wieder in einem Daily Raid Gegrinde enden? Kann schon sein. Ja. Gehe ich fest davon aus. Also bei Teso haben sie ja zum Beispiel schon gesagt, wenn du dich in deiner Fraktion hochgelevelt hast, alle Quests gemacht hast und da eigentlich fertig bist, kannst du weitermachen und dann gibt es eine Überleitung, eine storymäßige, dass du die Questpakete und die ganzen Kram von anderen Fraktionen auch spielen kannst. Und es ist nicht so, dass du dann die Punkte, die du da kriegst, verschwendet sind, weil es öffnen sich weitere Linien. Es wird ja in Teso an sogenannten Lines entlang geskillt, mit denen du welche von deiner Klasse hast, aber dann kriegst du auch welche für Gildenzugehörigkeit, welche für Sachen, die du mitgemacht hast und Erkundungen und sowas alles. Das heißt, du kannst dich dann in die Breite noch sehr viel breit gefächerter aufstellen mit deinem Charakter, dadurch, dass du dann halt eben nochmal praktisch zweimal denselben, also dieselbe Menge an Content, nur andere Stories, andere Gegenden und sowas bekommst. Dann haben sie hat Paul Sage in dem Interview in der Live-Schalte auch ein bisschen was gesagt zu Raids. Und er hat gesagt, dass es halt dass sie schon Instanzen haben, gerade fürs Endgame. Die fangen bei 4 Leuten an, aber es soll auch bis zu welchen gehen, wo man mit 24 reingeht, die sich aber nicht auf Bossfights klassisch konzentrieren sollen, sondern dass man sich in mehrere Teams aufteilen muss und gleichzeitig unterschiedliche Ziele erreichen muss. Mal schauen, wie das aussieht, aber ich finde, das klingt zumindest mal ein bisschen abwechslungsreicher. Und bei Wildstar, denke ich, wird da viel auf die Pfade gehen, weil man wählt ja nicht nur eine Klasse aus und eine Rasse, sondern auch einen Pfad, also welche Art von Content man spielt. Und dann wird es dann, denke ich, also haben sie zumindest jetzt so ein bisschen angedeutet, dass es im Endgame dann jeweils für die Pfade auch noch speziellen, sehr schweren Content geben wird, den man nur dann in besonderen Mischungen oder dergleichen freischalten kann. In den Raids Möglichkeiten haben, da deinen Pfad sinnvoll einzusetzen und sowas. Und wenn man dann sagt, ja okay, wir sind jetzt hier vielleicht eine kleine Gilde oder eine kleine Gruppe, die bräuchte vielleicht noch das oder das, dann hat man dann vielleicht auch mehr Anreiz, das nochmal zu spielen, weil je nach Pfadwahl hat man ja auch ein komplett anderes Level-Erlebnis. Also der zufällige Quest, die dann in der Spielwelt erscheinen und die auch immer anders sein können. Und von daher denke ich, hat man dann vielleicht auch Bock, okay, jetzt trinke ich mal noch ein bisschen und ziehe mir noch einen Kundschafter als Pfad mit hoch und kann dann halt in den Raids halt damit irgendwie noch was Besseres machen. Dieser Wissenschaftler war das, glaube ich, oder der Siedler war das, ne, der halt in dem Raid so Wiederbelebungsstationen und so Heilstationen direkt im Boss bauen konnte und so. Und hat man dann vielleicht auch eher Motivation, okay, jetzt spiele ich doch nochmal was anderes oder sowas, vielleicht meiner Gruppe zugutekommt oder dem Raid an sich. Aber ich glaube schon, dass es da doch eher auf Raid ausgelegt ist, das Endgame. Meine Stimme hört sich furchtbar an, ich weiß. Ich ja auch. Ne? Ich habe 2 Tage lang durchgeschrien. Ja, genau. Ja. Und dann abschließend zu Endgame. Entschuldigung. Nee, bitte. Wie könnte man den PvE-Content vielfältiger gestalten? Wünsche, Ideen, Vision? Ja, für mich müsste es eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Spielen sein. Ich mag die Events in Guild Wars total gerne, weil es halt so hier mal da und man guckt mal dort und entdeckt ein bisschen was so. Ich gehe gern angeln und ich sammle gern Artefakte. Es müsste halt irgendwie alles in einem dabei sein und dann vielleicht noch eine schöne epische Geschichte, die halt so einen Handlungsstrang hat und mir mit Videosequenzen was erzählt. Zwischendurch mal ein Dungeon und dann bin ich eigentlich glücklich. Ich wär mal glücklich, wenn sich halt wirklich mal ein MMO auftun würde, das ein wirklich innovatives Spielprinzip bietet und halt, weil MMOs, auch die mit aktiven Kampfsystemen, ist eigentlich immer dasselbe. Ich laufe los und nutze meine Fähigkeiten, die ich hochlevel. Und vielleicht gibt es ja jemanden, der eine tolle Idee hat. Ich habe sie nicht. Ich habe sie auch nicht und ich glaube irgendwie nicht daran, dass man das so revolutionieren kann. Vorsichtig wird es ja immer mal wieder versucht. Ich mag immer noch die ganzen Rätsel und Quests und dergleichen in Secret World sehr gerne. Und jedes Mal, wenn es eine neue gibt, freue ich mich wie ein Krapfen. Ich finde es auch schön, dass es in letzter Zeit so ein bisschen ist, dass man offensichtlich Craftern ein bisschen mehr entgegenkommen möchte, dass man nicht nur die Befütterung fürs Auktionshaus ist, die so den Zweitgrad-Kram herstellt, sondern dass halt zum Beispiel in Teso soll Crafting sehr, sehr wichtig werden, dass die besten Items von Craftern kommen und dergleichen. Das freut mich, weil ich crafte gerne und ich sammle gern Rezepte und laufe durch die Gegend und habe meine Einträge, wo ich was finde und sowas alles. Und das würde ich gerne auch belohnt bekommen von einem Spiel. In der alten Final Fantasy 14 Version war das ja auch so, ne? Man konnte halt von diesen Weltbossen verschiedene Teile erbeuten, zum Beispiel diese Riesenbüffel, der hat dann halt irgendwie welche Hörner fallen lassen und man konnte die Hörner dann als Crafter mit irgendwelchen anderen Sachen kombinieren und der Crafter war dann dafür zuständig, da die beste Waffe draus herzustellen. Also sowas stelle ich mir halt cool vor, weil dann arbeitet das Hand in Hand und die einen können ohne die anderen nicht sein in dem Spiel. Also ich bin vom Crafting ja so ein bisschen kuriert und schuld ist Age of Conan.
Weil in der ersten Version von, also in der Ursprungsversion von Age of Conan, als sie rauskam, viele erinnern sich mit Grausen zurück, zumindest ab Level 20, als es an dieses Crafting-Gebiet ging. Erinnerst du dich, Marius, hast du das gespielt? Das war auch zäh. Und es war vorsichtig gesagt. Furchtbar und weiter. Und man musste halt craften, weil ich wollte mir, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon tausendmal erzählt, jetzt ist sie sogar tausendmal. Wolltest du dieses Mammut nehmen? Ich wollte einen Mount haben. Und es war halt, es gab ja so wenig Quests und so wenig zu tun in diesen Stufen. Ich glaube, auf Level 50 konnte man das haben oder so. Ursprünglich oder Level 40, ich weiß es nicht mehr. Und man musste dann halt da durchlaufen und craften, was das Zeug hält, um einfach die Kohle zu verdienen. Und durch so einen Bug kam halt bei jedem Abbauen kam halt so ein Überfall, ja, der eigentlich nur sporadisch kommen sollte. Das heißt, ich musste kämpfen, starb tausendmal. Und dann hatte ich die Kohle ja zusammen, hab mir meinen Mount gekauft, hab mich ausgelockt und hab mich nie wieder eingeloggt in dieses Spiel. ich hab's nochmal gemacht, als es dann Free-to-Play wurde und hab ein bisschen die Erweiterung da, diese asiatische, ich weiß nicht mehr genau den Namen. Kitai. Ja, in Kitai da noch ein bisschen, nee, Kitai war doch hier das ägyptische... Oder? Ist doch egal. Ja. Age of Conan, also Age of Conan ist durch für mich das Thema, gebe ich auch offen zu. Mag ein ganz gutes Spiel gewesen sein, aber es gibt heute so viele andere Spiele, die es Rift Free-to-Play beispielsweise. Genau, ab 12. Juni. Ja, 12. aber Juni. Man muss auch sagen, sie haben viel noch gemacht an Age of Conan dann erstmal eine Weile. Also genau. Es ist inzwischen ein sehr gutes Spiel. Es ist inzwischen ein sehr gutes Spiel, aber das Problem ist halt nun... Ja, ne, einmal es ist auch verkackt. Ein sehr altes Spiel mittlerweile, ja, wenn man sich das mal überlegt. Sieht aber immer noch gut aus. Sieht immer noch gut aus, ja. Kann man nichts gegen sagen. Und die Brüste wobbeln, wenn man hört. Ja, schicke Animation. Also schicker als ein Rift. Naja, wenn das halt wichtig ist, dann... Ja, ist es. Ich guck noch mal rein. Das mit den Brüsten hat ihn überzeugt. Ja. Ja, wir sind eigentlich praktisch durch, ne? Ja, eine Kinofrage gibt es noch, glaube ich, oder? Ja, Stahlfrost möchte wissen, was war der letzte Kinofilm, den ihr gesehen habt? Bei mir war Star Trek, der mich sehr enttäuscht hat von den Effekten. Ich nehme an, er meint Into Darkness. Bitte nicht spoilern, wir haben ihn immer noch nicht gesehen. Ihr habt ihn immer noch nicht gesehen. Nee. Es war auch mein letzter Kinofilm und ich war aus anderen Gründen ein bisschen enttäuscht. Ich habe deinen Blog gelesen. Du hast, glaube ich, in deinem Blog hast du darüber geschrieben. Ja, der... Aber ich habe es nicht ganz gelesen. The Monologue from Hell. Ja. Sie haben... Benedict Cumberbatch als Bösewicht besetzt. Ja, was mich erst sehr gefreut hat, weil Benedict Cumberbatch ein guter Darsteller ist, der auch sehr gruselig sein kann und sehr viel Charisma mitbringt. Mhm. Und dann haben sie dem aber teilweise Dialog- und Monologzeilen gegeben, die irgendwie aus dem Laientheater stammen könnten. So. Also George Lucas-mäßig. Nee, schlimmer. Nein, also, ja gut, George Lucas Prequel-mäßig. Ja, weißt du, so, wir haben verpeilt, die Exposition besser unterzubringen. Jetzt muss jemand kurz mal 2 Minuten reden, um zu erklären, wer er ist und was er tut. Und, wer hat das geschrieben? Damon Lindelof? Oder? Ja, Lindelof ist, also nicht allein, soweit ich einen Überblick habe, aber Lindelof ist auch Autor. Und mit dem haben, glaube ich, viele Leute noch eine Lanze zu brechen wegen den letzten Staffeln von Lost. Er war Lost-Autor. Wegen Prometheus, glaube ich, würden gerne einige Leute noch mit ihm überreden, wie Logik funktioniert und was Biologen und für Geologen eigentlich für Jobs haben und wie die mit den Situationen dort in Realität umgehen würden. Und in diesem Fall hat er halt eben auch echt ein paar sehr, sehr seltsame Texte eingebaut, sich teilweise sehr nah an schon mal dagewesenen Szenen und Filmen von Star Trek gehalten und aber halt eben irgendwie, dass es fast schon persifliert war komisch. Mhm. Und es sind halt Logiklöcher drin, da könntest du mehrere Birds of Prey drin gut parken. Verstehen. Simon hat ja gerade gelacht und so, weil ich ja auch immer so ein bisschen so Korinthenkacker-mäßig also, drauf bin, wenn es um Logiklöcher in Filmen geht. Ich mag das ja auch nicht, wenn ich für dumm verkauft werde. Mhm. Also ich meine, das Universum kann halt völlig abgepfiffen sein, sollte natürlich in sich schlüssig sein. Sehe ich ja auch so, aber ich sehe es halt vielleicht, glaube ich, nicht ganz so streng. Wie es ist halt eben, sie treiben da ganz schön das Schindluder mit der Technik. Wenn mich fuchst das so schon ein bisschen, aber normalerweise kann ich über sowas hinwegsehen, weil Star Trek ist eigentlich eine Science-Fiction-Sache und da ist es wichtig, was kann die Technik, wie setzt man sie ein und welche Begrenzungen hat sie? Und gerade das mit dem, welche Begrenzungen hat sie, ist denen halt vollkommen wurscht. Das ist, die gehen ja eher so mit Star Wars dran, die Technik müssen wir nicht mit umgehen können. Ja, ich kann weniger nachvollziehen, mitleben, wenn Leute unlogisch handeln. Aber da kommt es nämlich hinzu, weil nämlich diese Beschränkungen, die sie aufheben für die Technik, teilweise vollkommen die Motivation und was die Leute da machen, ad absurdum führt, weil man eigentlich denkt, Moment, sie haben jetzt die letzten 2 Stunden X mit Y gemacht, C angelogen, A umgebracht, B dorthin also und so weiter und so fort. Aber wir haben in den ersten 20 Minuten des Films schon ein Gadget eingeführt bekommen, wo man eigentlich nur auf einen Knopf hätte drücken müssen und die Sache wäre erledigt gewesen. Ja. Hatten wir neulich, wir haben gestern Star Trek 6 gesehen, das unentdeckte Land, und da macht ja der Spock so ein Mindmeld mit der, wie heißt sie? Kim Cattrall als die Schauspielerin. Das hätte er ja viel früher mit allen machen können an Bord. Mhm. Ja, und ich habe mich darüber so aufgeregt, weil ich das nicht verstehen konnte. Das ist der erste Punkt und
ist, ich weiß nicht, ob das kennst du bestimmt, Mari, einen gewissen Phil Ferrand, der hat Bücher geschrieben über die Star Trek Serien, die heißen The Nitpicker's Guide zu Star Trek The Next Generation. Und wenn man dann sieht, was es in einer einzigen Folge Next Generation alles für Technik-Bugs gibt, dann siehst du vielleicht nicht mehr, und Logikfehler, dann siehst du es vielleicht nicht mehr ganz so streng, weil die gab es schon immer in Star Trek. Aber die sind normalerweise so auf Faustgröße. Star Trek Into Darkness hat sie schon wirklich in Planetengröße teils. Ich fand ja immer lustig, dass wie der Kommunikator funktioniert, weil das ist immer anders. Entweder man drückt drauf und es macht piep piep und man sagt was, oder man sagt einfach nur sowas. Oder man muss den Namen desjenigen sagen. Und so weiter, das ist halt ganz fantastisch, Ich weiß nicht, das sind halt verschiedene Modelle. Ne? Also jetzt in dem neuen Star Trek können sie mit einem Kommunikator auch mal von irgendwo ganz woanders im Alpha Quadranten in einem Pub auf der Erde anrufen. Das toll, ein Telefongespräch führt. Das ist aber wir wissen auch, dass sie ein alternatives Universum ist. Da hat sich dann auch die Physik geändert und Klingonen sehen anders aus und was weiß ich. Also bei dir war es Star Trek. Bei mir war es Star Trek. Thema jetzt mal zu Ende. Bei mir war es Armageddon. Nein, falsch. Was haben wir zuletzt gesehen? Ich glaube, es war James Bond. Wir waren schon ewig nicht mehr im Kino. Ja, wir waren schon ewig nicht mehr im Kino, deswegen gehen wir auch nicht. Aber ich hoffe Skyfall und nicht noch. Ja, also warum gehen wir eigentlich mehr? Wir gehen komischerweise zusammen ins Kino, ne? Ja, aber da haben wir uns auch ziemlich drüber aufgeregt, weil ich das über Skyfall, Das Ende war ja furchtbar. Also dieses, ach, das mit der, mit der Mutter. Mit der Mutter. Oh, wir spoilern jetzt. Du hast den. Doch, Skyfall habe ich gesehen, klar. Fandest du den super? Super, ist übertrieben. Ich fand den gut. Ich fand war ein solider, unterhaltsamer Bond-Film. Ich fand das mit einem tollen Bösewicht. Ende blödsinnig. Und das ist eben das Ding. Ich war total enttäuscht, weil Javier Bardem heißt er, glaube ich, halte ich für einen großartigen Darsteller. Ich finde No Country for Old Men ist einer der besten Filme der letzten 10 Jahre. Aber ich fand, der blieb doch furchtbar farblos. Ich weiß ja auch nicht. War der so blond? Nein. Vielleicht war der blond. Ich fand, er hat aber ein paar großartige Szenen halt mit David Craig. Deren Chemie, im wahrsten Sinne des Wortes, war einfach super. Also da waren ein paar sehr schöne Spannungs- und Lachermomente Daniel drin. Craig, oder? Daniel Craig. Was habe ich gesagt? David. Entschuldigung, ich bin noch so auf David Prowse. Irgendwie, da waren auch so viele Logiklöcher drin. Irgendwie. Wir haben ja auch die alten James-Bond-Filme uns so angeguckt. Die sind wenigstens unterhaltsam, weil sie so schrullig, lustig und sexistisch sind. Moonraker ist immer noch der Beispiel für einen... So, im Halbschlaf auf der RPC lief auch irgendwie dann im Hintergrund im Fernsehen auch einer, während wir irgendwas fertig gemacht haben, auf dem Hotelzimmer und er war... Moonraker? Nein, nicht Moonraker, es war... Stimmt, haben wir den ja auch nebenbei so geguckt? Nebenbei lief da irgendwie was. For Your Eyes Only in geheimer Mission, das war also nicht so... Ich finde... Ja, weiter? Griechische Schmuggler sind jetzt nicht so das... For Your Eyes Only, Thema. Genau. Das lief bei mir auch im Hotel, bei dir auch, ne? Ja. So, gut. Was ist der nächste Film, in den wir reingehen? Into Darkness. Ja, da gehen wir nämlich rein, tatsächlich. Weil wir haben Gutscheine gewonnen. Wir haben Freikarten gekriegt, ne? Ja, Freikarten. Auf der RPC haben wir Freikarten gekriegt. Und dann können wir uns das anschauen und vielleicht schreibe ich dann auch einen Blog. Verlinke auf deins. Gibt es sonst noch was zu sagen? Abschließende Bemerkung? Ich werde vielleicht wieder Shadowrun spielen. Du willst Shadowrun spielen? Wir machen es ein bisschen kürzer heute hier, den zweiten Teil. Denn wir haben Heftabgabe. Ein Heft. Die Druckerei wartet nicht. Die Drucker ist morgen. Und jetzt verrate ich hier exklusiv, dass das neue BAFT-Magazin völlig anders aussehen wird. Nein, nicht völlig. Neu. Ja, neu. Wir haben ein neues Layout. Und deswegen solltet ihr euch das holen, weil... Ja, nicht nur deswegen. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Einen tollen World of Tanks Code drauf. Mit, dürfen wir das auch schon sagen? Ach ja, komm, schon, das klar. World of Tanks. Itemcode, 5 Euro, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Einen garantierten Beta-Zugang für die dritte Beta-Phase von Final Fantasy XIV ist auch mit dabei. Dürfen wir es auch sagen? Ja, dürfen wir sagen. Ja. Hat der Alex, glaube ich, letzte Woche auch schon im Cast. Ach so. Ja, wenn Alex das schon gesagt hat. Wenn Alex das sagt, dann geht das. Also das wird wirklich toll, weil wir haben sehr, sehr lange an dem Redesign gearbeitet. Also sieht jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schick, modern und ein bisschen aufgeräumt aus. Und, was ich hier auch verrate, buff.de, das wird allerdings noch ein bisschen länger dauern, wird auch bald ein bisschen anders aussehen. Also wird noch ein bisschen länger dauern als das Heft. Ein bisschen moderner, ein bisschen schneller, ein bisschen schöner. Ja, optimiert halt auch für optimiert Geräte. Und ich hoffe, dass wir euch da bald was zeigen können. Ansonsten, wie gesagt, nochmal der Hinweis, schöne Videos von der RPC, Fotos von der RPC. Achso, und ein Pinata haben wir heute bekommen. Ein Pinata? Pinata. Seht ihr auch auf BAFT.de die News und auf Facebook auch? Was hat es damit auf sich, mal ganz kurz? Am 11. Juni kommt der neue Guild Wars. Haben wir gestern bekommen, weil der Podcast ist ja morgen. Achso, ja. Wir nehmen den ja davor auf. Ja. Gestern, also heute, gestern bekommen. Am 11. Juni kommt der neue Patch mit dem Drachengepoltere und ja, NCSoft hat uns eine Drachenpinata geschickt und wir haben ja jetzt eine News fertig gemacht. Also können wir ja heute
nochmal hochziehen, die News. Und wir haben euch gefragt, was wir mit dem Drachenpinata-Vieh machen sollen, ja, wie wir das zerstören sollen. Wir werden es nämlich zerstören, weil da drin verbirgt sich etwas. Wir sind gespannt, was. Und je nachdem, was ihr für Vorschläge macht, ob wir die auch umsetzen können, dann werden wir das im Video zeigen. Also Atombombe geht nicht und Verbrennen geht auch nicht. Aber wir haben eine ordentliche Waffensammlung. Ist vielleicht auch nicht so lustig derzeit. Aber wir haben eine ordentliche Waffensammlung, muss man noch dazu sagen. Ja. Von, von Labwaffen unterschiedlicher Form, Größe und Art bis hin zu dem Ding, was... Dem Penisschwert? Ja, ich wollte es so nicht sagen, aber der große lila Riesendödel aus Saints Row the Third, der beim Wolfgang Fischer vorm Büro geparkt ist und mich jedes Mal irritiert, wenn ich dran vorbeilaufe. Das ist ungewöhnlich so. So, wir sind jetzt... Ich hätte auch gern ein Büro mit einem riesen lila Dödel vor der Tür oder was? Ich hätte ihn nicht gern. Yes. Also in allen Variationen nicht, weil das läuft ziemlich nervig. ja, das Video gibt es dann morgen hoffentlich auch schon zu sehen. Wir werden es morgen aufnehmen. Also heute, wenn ihr diesen Cast hört. Und ansonsten, wie gesagt, Videos von der RPC. Und nein, das war jetzt ein Zeitkontinuumfehler, aber es ist egal. Wenn Sie den Cast hören, während ihr den Cast hört, nehmen wir das Video auf. Wir nehmen das Video auf. Nein, wir nehmen das morgen auf. Wir nehmen das morgen auf. Also heute. Und wenn nicht verpassen. Jetzt lass mich doch hier mal weiter meine Ankündigung machen, weil ich habe noch viele. Nee, eigentlich gar nicht mehr so viele. Und nicht verpassen, am Wochenende gibt es auch wieder eine neue Buff-Show. Auch da werden wir was zur RPC drin haben. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Bestimmt. Wenn du mich so anschaust. Ja, da wird bestimmt nochmal ein kurzes Roundup wird es da geben. Und wie gesagt, nochmal schönen Dank für alle, an alle, die uns besucht haben am Stand. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch ein bisschen zu quatschen. Und ja, nächste Woche gibt es auch wieder einen Buffcast. Genau. Nein. Doch. Ohne mich, ich bin dann in Los Angeles. Los Angeles, E3, nächste Woche, nicht vergessen. Bis dann, macht's gut, bye bye und tschüss.